So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream mit dem FC St. Gallen. Wir haben heute vor, vor allem mal die Hinrunde zu beenden. Also komplett beenden werden wir sie heute nicht, aber zumindest mal bis zum Start der Winter-WM. Wir sind jetzt im Jahr 22. Da ist im November dann Start von der WM, deswegen haben wir die lange Saisonpause von ab Ende Oktober. Also, das sind 3, 6, 8 Spiele, die wir dann heute haben werden. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die gesamte Winter-WM heute schon durchkriegen oder nicht. Vielleicht schaffen wir es, dann können wir auch. Dann kriegen wir auch noch das Spiel gegen Young Boys und vielleicht Schaffhausen mit rein. Wenn nicht, kommt das dann halt im nächsten Stream dran. Hauptfokus liegt jetzt auf jeden Fall mal darauf, dass wir im Pokal weiterkommen und nach Möglichkeit halt alle Spiele gewinnen. Wir sind aktuell Zweiter. Wir hatten schon unsere erste kleine Schwächephase. Wir sind in der zweiten Quali-Runde von der Conference League gegen Tobol Kostanai rausgeflogen. Das ist ein Club aus Kasachstan. Inzwischen hatten wir noch eine Niederlage gegen Fior. Ja, ein Unentschieden gegen Young Boys, ein Unentschieden gegen Schaffhausen. Aber ich würde sagen, wir haben die erste Schwächephase schon mal durch. Haben jetzt gegen die Grasshoppers und gegen Biel durchaus überzeugend gespielt. Und ich denke, da kommen wir jetzt. Sollten wir jetzt relativ gut durchkommen. Haben ordentlich Moral getankt. Also die Spieler sind auch alle gerade durchaus gut drauf. Die Spielpraxis ist halt so ein bisschen hat gelitten durch die Länderspielpause. Da müssen wir gucken, dass wir die wieder ein bisschen hochkriegen. Ja, von dem her würde ich sagen, können wir mal reinstarten. Guten Tag. Wie spreche ich dich aus? Ist I'm Elite War richtig oder ist da eine andere Aussprache erwünscht? Elite. Okay. Willkommen. Ja. Wir haben im Stream gerade erst angefangen. Du hast eigentlich noch nichts verpasst. Wirklich nur, wir sind so ein bisschen durchgegangen, was wir heute vorhaben. Qualauslosung für die dritte Runde. Wir spielen in Thun. Wie kommt es dazu, dass du St. Gallen spielst? Ich wollte nicht in irgendeiner Top-Nation anfangen. Und weil ich in der Region aufgewachsen bin, dachte ich mir, wäre doch mal was Feines, den Verein da mal ein bisschen groß zu machen. Also richtig groß. Erst Nummer 1 in der Schweiz und dann langfristig mal zumindest Stammgast im Achtelfinale von der Champions League sein. So, also das wäre so erstmal das nächste Ziel, dass wir auf so ein Level kommen. Basel bildet die meisten Nationalspieler aus. Einen haben wir noch. Thalwil hat einen. Welcher Schweizer Nationalspieler wurde denn in Thalwil ausgebildet? Würde mich jetzt ja schon interessieren, weil Thalwil, welche Liga spielen die? Dritte, vierte? Christian Fasnacht wird von denen ausgebildet. Die sind jetzt erste Liga Classic, also vierte Liga. Doch, auch
mal was, womit man sich auszeichnen kann als Viertligist. Marvel hat so eine Gruppenphase von der Conference League geschafft. Ja. Okay, Gavin Bisuno kriegen wir. Wird unser neuer Torwart. Der wird sich wahrscheinlich mit Unbehauen duellieren. Ziggy hat mittlerweile zu viele Fehler drin. Da bin ich nicht von überzeugt, dass der uns noch allzu lange wirklich weiterhilft. Ivan Mironov, Talent. Scouten wir weiter. Wenn der so bleibt, dass der mindestens ein 4-Sterne-Talent hat, dann werden wir den auch noch holen. Oh, die Quoten sprechen für uns gegen Basel. Das ist sehr schön. André Linger. Der wurde uns doch schon mal vorgeschlagen. Ja, wir haben ja mal gegen Slavia gespielt. Deswegen sagte mir noch was. Kakabatze hat schlecht trainiert. Danke für den Follow, Elite. Anja loben wir noch fürs Training. Nein, nicht die Form. So. Einfach. So, Topspiel gegen Basel. Stellt alles in Schatten, ja. Was brauchen wir? Okay, wir müssen einfach nur gewinnen, dann sind wir Erster. Dann, ich werde die Stammelf aufstellen, soweit möglich. Das heißt, Felix Metscher kommt rein. Ich lasse Cardiolo mal auf rechts spielen. Weil dann hätten wir auf rechts wieder einen richtig guten. Ventilla kommt rein statt Sierro. Campbell kommt wieder rein statt Görtler. Karriere starten wir damit Zürich. Ich komme aus der Gegend. Ja. Es ist halt. Man nimmt halt irgendwie schon immer die Vereine, wenn man im FM, wo man aus der Gegend kommt. Wenn man zu denen schon irgendwie eine Verbindung hat. FC oder die Grasshoppers? Das ist. Ich hab bis jetzt nur mit Napoli gespielt. ZZ. Okay. Wie verschlägt es denn nach Italien? Italien hatte ich bis jetzt persönlich noch nie den Reiz dazu. Ich habe fast immer in Deutschland gespielt, also. Halbitaliener, aber kommen nicht aus der Gegend von Napoli. Ja, okay, das ist ein guter Grund, in Italien was zu machen. Fehlt der Ton. Komplett. Ah, sein geht denn heute gar nichts. Das passt. Das funktioniert auch. Daran liegt es auch nicht. War das abseits?
Einstellung. Audio. Gerät nicht angeschlossen. Das erklärt vieles. Das hier zumindest schon mal gefixt. Einstellung. Muss ich das mal eben live fixen. Eigentlich sollte das ja schon funktionieren. So. Mikro, ja, das geht auch noch. Was das in der CFM in den Sounds überhaupt nicht drin. Geht ja mal gar nicht. Nutzen wir das Spiel jetzt eben, um den Sound zu fixen. Aber das normale Mic als Eingang. Nochmal Audio. Okay. Den Lautstärke-Mixer, da müsste. Wo haben wir den? Wo ist der FM gelandet, soundtechnisch? Der ist nirgendwo. Das hat noch nicht erkannt, dass der läuft. Gut. Wenn nichts passiert, dann starte ich den FM nach dem Spiel mal eben neu. Dann sollte das passen. Alles so Zeug, das müsste ich eigentlich vorher prüfen, aber vorher ging's halt. Also Abschluss umbauen, kümmert. Raus auf Rueck. Rueck auf Ferdi. Matcher, also Felix Matcher. Raus auf Panja. Panja verliert den Ball gegen Klose. Was Lee? Beruato. In den Lauf von Lukas. Lindner hält. Ferdi bringt den Ball rein. Brella, Anja, Quintilla, Anja, wird den Ball wieder gegen Klose. Sieht bis jetzt nicht gut aus. Was, Jungs, zeigt mal ein bisschen meinen Einsatz. Quintilla. Ah, 60. Minute, wir wechseln mal aus. Und zwar kommt Rick runter wegen schlechter Leistung. Beruato auch. So, Abstoß Lindner. Ah, Freistoß. Ah, Ferdi gewinnt das Kopfballduell. Felix in den Lauf von Lukas. 1-0. Sehr gut.
Da war Klose der Einzige, der noch irgendwie an Lukas dran war, aber auch viel zu weit weg. Das war ziemlich einfach zum Verwandeln. Einwurf Salva, Palacios, Salva, Palacios, Klose, Özcan, Lindner, Dobrella, Raslic raus auf Floranus, Babic, Floranus, frei, Cabral, frei, aus zu Salva, Cabral schießt daneben. Und damit wären wir aktuell Tabellenerster. Das gefällt mir. Und jetzt nehmen wir noch Erdi runter, dafür kommt Fran Gomez wieder rein. Quintilla. In die Ecke rein, bringen sie gut rein. Lindner fängt den. Schade. Haut den nach vorne, Babic. Oben Lüchinger vorbei. Moheim bremst Babic so ein bisschen. Floranus bringt den rein, Stefanovic am Pfosten. Boah, haben wir da Glück gehabt. Floranus, Pusic. Wesley, Gomez. Geklärt. Regesel, Pusic, Babic. Frei. Klose. Regesel, auf Pusic. Moin blockt ab, Ecke. Ecke kurz vorm Ende. Pusic springt den Ball rein, unbehauen hält. Ist nur noch den Ball weg. Abpfiff. 1-0 gewonnen. Damit haben wir die Tabellenspitze übernommen. Als schwächere Mannschaft. Boah. Kann man immer sagen, dass wir mit der Leistung unzufrieden waren. Weil das war kein gutes Spiel. Da hatten wir wirklich viel Glück dabei. Gerade am Ende. Gehen wir die Mails eben durch. Scouten die Spieler mal alle. So, und dann starten wir den FM mal eben neu. Diesmal wurde eine Soundeinstellung erkannt. Da ist im nächsten Spiel haben wir Sound. Ey, Spotify geht auch wieder. Wir haben jetzt auch wieder Musik. Gut, bin in der richtigen. Ja, bin in der richtigen Playlist. Gut. Sonst hätten wir Copyright-Probleme kriegen können. Training steht ja. So, einmal Soundprobleme komplett gefixt. Passt wieder alles. Fernando Quintanilla. Relativ professionell. Defensiver Mittelfeldspieler, den könnte man zu einem Innenverteidiger umschulen. Oder den lässt man auch im zentralen Mittelfeld viel spielen, damit er die Position lernt. Den scout nochmal weiter. Guten Tag, Ceri. Liefer-Dealer. Warten wir. Der Sperrer-Lage braucht man nicht. Muminov.
So. Was? Jetzt alles gefixt. Naja, jetzt erstmal vernünftig weitermachen. Basel unentschieden gegen Legia Warschau. Ansonsten. Ich muss mal eben gucken, wer ist jetzt alles international? Luzern, die sind in der Champions League. Wie haben die sich geschlagen? Die haben die erste Quali-Runde von der Champions League überstanden, die zweite Quali-Runde verloren. Na, Euroleague haben sie dann eine Quali-Runde überstanden und die Playoffs verloren und sind jetzt in der Conference League. Mit Arsenal, Austria, Wien und Bate Borisov. Ist eine machbare Gruppe für Luzern. Also Arsenal klar Favorit, aber ansonsten sind die auf einem Level. Ungefähr. Wir haben versagt, Basel ist in der Gruppenphase. Und Lugano sind gegen Kavala rausgeflogen. Okay. Also sind Luzern und Basel die, die jetzt die Schweizer Flagge hochhalten müssen im internationalen Geschäft. Kriegen die hin. Bloß und zwar kann uns nicht das Wasser reichen, aber eine Überraschung wäre drin. Alles klar. Wollten wir also hinkriegen. Al-Arabi will Quintilla. Kein Interesse dahin zu wechseln. Ich wäre nicht abgeneigt, davon abzugeben. Nach 20 Spielen hätte ich gerne 2 Millionen. Ich hätte gerne 6 Millionen direkt und dann nochmal 1 Million in Raten. Nehmen sie an. Dann könnten wir Quintilla noch abgeben. Warum haben sie ein Angebot für Jordi Quintilla akzeptiert, obwohl das Transferfenster geschlossen ist und sie somit keinen Ersatz verpflichten können? Wir kommen schon noch dahinter. Ich will Sergio Gomez da anlernen. Und es ist halt auch schon mal eine Maßnahme für die Ankunft von Emiliano Martinez. Der spielt ja auch im zentralen Mittelfeld. Der übernimmt dann die Rolle erstmal als Stammspieler. Oder der wird den Box-to-Box als Stammspieler machen. Und dann könnte halt Campbell in zum Spielmacher rücken. Wir haben genug Optionen im zentralen Mittelfeld. So ist es halt einfach im Moment. Ja, Sierra ist ja auch noch da. Ja. Lassen wir Sierra direkt mal spielen. Oh, Borja Garcés soll sich Spielpraxis holen. Und Diego González auch. Evas Lee und Lukas Metscher sind die einzigen, die wirklich eingespielt sind. Das ist schon übel. Und der FC Lausanne-Spor. Ich würde denen gerne sagen, dass ich ein besseres Spiel sehen will als die letzte Woche, aber das geht nicht. Schade. Dann sagen wir denen, dass wir Vertrauen haben. Ja. Diego. Kümmert. Die Musik vielleicht auch im OBS mal einschalten. Oh, stimmt da was wieder nicht. Für 1-0, Borja Garcés. Nice. Sierra. Aus auf Pania.
Anja. Piero. Jacques. Castella blockt ab. Einwurf. Rüeck. Ferdi. Nee, Sanchez. Ah, probiert drüber. Zürich hat gerade den Ausgleich gegen Luzern kassiert. Luzern als amtierender Meister, krebsen die da unten rum. Sebar mit dem Freistoß für Lausanne. Rüber. Wir sind zwar verdient vorne, aber das sieht nicht zufriedenstellend aus. Ich erwarte da mehr von den Jungs. Das umbauen. Haut den Ball nach vorne. Auf Ferdi. Ferdi. Legt den Ball rein. Gakes wird da gefoult von Losli. Kann doch nicht wahr sein, das war doch ein Elfmeter. Da wird rumgegrätscht. Zongui. Ja, Dritter, Zongui. Terror auf Ponychev. Ponychev war im Abseits. Oh, Panya ist müde. Wir nehmen Panya mal runter. Dafür kommt Memedi erstmal rein. Felix mit einem richtig schlechten Spiel. Da bringen wir Frank Gomez und stellen Memedi da ins Zentrum. So, Ferdi mit der Ecke. Dann bringen die rein. Knapp daneben. Gomez, Sierra. 2-0. Da hat Sierra viel zu viel Platz bekommen. Ja, Fran hatte schon viel Platz und da war keiner auf Sierra aufgepasst. Da hat sich auch keiner zum Ball bewegt. Sehr schlecht verteidigt von Lausanne. So, wir nehmen Ferdi noch runter. Zeche Gomez rein, stellen Gomez ins Zentrum. Auch schon. Zeche ins Zentrum, Fran auf dem Flügel. Memedi auf der anderen Seite. Das ist halt der Vorteil, wenn man so flexible Spieler hat. Kümmert. Rüeck. Fran, Gomez. Gutes Zeche. Ende. 2-0 gewonnen. Waren die klar bessere Mannschaft. Sehr gut. So, wir sind jetzt 6 Spielen ungeschlagen.
So, da waren die beiden Unentschieden noch mit drin. Okay. Silva Luvualo Simao. Hilft uns halt langfristig nicht. Also ja, wir brauchen, klar, Schweizer Talente. Immer gut und benötigt. Aber gibt halt Leute da von den real existierenden Spielern ist da keiner mehr wirklich interessant für uns. Okay. Ahmed Onur. War das nicht der, der noch nicht mit uns verhandeln wollte, weil... Deswegen. Ich mache einfach mal ein Angebot. Der ist 1,50 groß. Ist ja mal ein kleiner Spieler. Sehr interessiert an Verhandlungen. Ah, das war das Problem. Wir haben ihm am Anfang erstmal direkt zu wenig Geld gegeben, weswegen er nicht weiter verhandeln wollte. So. Diesmal nicht. Und Jordi Quintilla wechselt zu Al-Arabi. Bei uns hat er 600.000 verdient. Und bei Al-Arabi verdient er 3 Millionen. Wow. Jordi Quintillas Abgang hat unzweifelhaft Besorgnis unter St. Gallens Fans ausgelöst. Wie wollen sie die Anhänger beschwichtigen und davon überzeugen, dass der Deal langfristig von Vorteil für den Club sein wird? Fehlt einfach an Vertrauen in das Handeln des Vereins. Die Fans mögen derzeit unzufrieden sein, doch wir hoffen, dass wir dies in Zukunft ändern können. Das ist, wir geben 28-Jährigen ab, um den Kader damit stärken zu können mit dem Geld. Felix zeigt erfreuliche Fortschritte, das ist gut. Görtler befördern wir mal zum Kapitän. Und Erik Kömer, der kam erst im Sommer. Okay. Ja, Erik Kömert wird Vizekapitän. Nedim Bayrami. Und Ahmed Onur kommt zu uns. Du hast gemacht einen nationalen A-Trainerschein. Gut so, verbessere dich. Jetzt haben wir den besten Trainer der Welt bei uns. Enio, nee. Ich bin gerade am überlegen, zählen die türkischen Spieler als EU-Spieler oder nicht? Können wir ja nachgucken. Und zwar in den Regeln. Europäische Union zählen alle, das ist, ja, das sieht kein nicht drin. Womit, und die Freihandelsassoziation mit Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz. Okay. Das heißt, die Engländer, Schotten und so weiter zählen auch alle als Nicht-EU-Spieler, ja. Gut. Basel gewinnt 4-2. Wo haben wir Luzern? Hier unten. Wir haben 2-0 gegen Bate Borisov gewonnen. So, wie sieht das in den Gruppen aus nach 3 Spielen? In Gruppe D, Basel ist auf dem 2. Platz. Und Luzern ist in der Gruppe auf dem 3. Punktgleich mit Austria Wien. Wir haben unentschieden gespielt. Okay, das ist eine interessante Gruppe. Der FC Zürich ist ein schwaches Team im Vergleich zu unserer Qualität. Aua. Ja, immer noch besser, es kann uns nicht das Wasser reichen. Ben Davies. Ja, ich
Nee, verdient zu viel in Liverpool. Ivan Mironov wird weit. Ja, fängt gerade die nächste Scouting-Runde an. Sehr gut. Und welcher Gonzales? Nicolas Gonzales? Lorenzo Gonzales, ja. Amin Abbas hat ein Problem mit seiner Leihe. Und zwar möchte er regelmäßig spielen. Angeblich. Er soll Superstar sein und hat bis jetzt in der Liga noch gar nicht gespielt. Leute. Spielt oft genug. Nein. So, mal gucken, ob er jetzt mehr spielt. Kakabatsu hat wieder schlecht trainiert. Ekanet Panya können wir loben. Borjak Arkes können wir loben. Der Junge trainiert aber auch so überragend, wenn er bei uns ist. Seit er bei uns ist. Transferklauseln verkaufen. Bei Finzorn kriegen wir 12.000, bei Litauer 30.000. Das lohnt sich so gar nicht. Und im Moment, wir haben das Geld auch nicht mehr so wirklich nötig. Wenn man mal für Finanzen guckt, wir haben 42 Millionen auf dem Konto, wir haben 23 Millionen noch an Transferbudget. Wir haben ein Gehaltsbudget von 15 Millionen. Also, das ist gerade im Moment schon so ein bisschen, keine Ahnung, wo das Geld hin soll. Warum haben wir hier ein Spiel unter der Woche und nicht ein Samstags? Dann bestimmt wieder irgendwelche Länderspiele. Und das ist die englische Woche vor der WM. So, Panya ist fit, SHL maximal 45 Minuten. Görtler ist der einzige Führungsspieler, den wir noch haben. Ich hoffe, dass Campbell zumindest mal in die Gruppe der sehr einflussreichen Spieler hochrutscht. Ich füge, wo haben wir eine? Görtler. Wo ist er? Da, Lukas Görtler. Fügen wir mal mit hier dazu. Ich erhoffe mir, dass Martin Giorginowski. Oh, der ist mittlerweile eine Frohnatur. Der ist nicht mehr ohne Ehrgeiz. Ich erhoffe mir davon wirklich, dass der besser wird in der Mentalität. So, wir werden wieder mit der Aufstellung spielen. Von gerade. Ja. Statt Memedi kommt SHL wieder mit. Wenn wir dann in der zweiten Hälfte irgendwann mal einwechseln. Ja, Campbell ist fit, das heißt Görtler spielt. So, dann. Medien haben euch in letzter Zeit viel Anerkennung gezollt, also geht raus und würdigt das mit einem angemessenen Auftritt. So, Anstoß für Zürich. Nochmal Ragic. Brecher. Den Ball nach vorne, Rüegg. Bitte, Yannick Brecher, hab nicht wieder so einen überragenden Tag wie die letzten paar Mal, als wir gegen dich gespielt haben. Rüegg, Ferdi, hält den Ball drin, bringt die Flanke rein. Wie haut den weg? Diego, Beruato. Panya, Görtler, Felix, Panya, Erdi, 1-0. War 1-0 vorne. War wieder falsch. Guter Laufweg von Panya, sehr gute Übersicht von Panya, da er gesehen hat, dass Ferdi und Garkes durch sind. Gut gemacht. Diarra mit dem Freistoß für Zürich. Diakonu. PDB. Soldo. Diego dazwischen. Panya.
Anja marschiert durch. Und der Abschluss genau auf Brecher. Und ziemlich schwach getreten. Rüegg, Metscher, Verdi. Panja, Görtler, Panja, daneben. Brecher. Den Ball weit auf Beruato. TDB, Diakonu, Soldo, Omragic. Auf Kömert, Sierro, raus zu Ferdi, war noch drin gehalten, zurück zu Rüegg, Ferdi, Sierro, Felix, Sierro, Görtler, Garkes am Posten. Da wäre Panja, glaube ich, besser gewesen. Da wäre es besser gewesen, wenn Panja dran gegangen wäre und nicht Garkes. Johnston, Kramer, Johnston, Diakonu, CDB, Omragic, Diakonu, Akololi, umbauen, lenkt den drüber. Oh, Kömert ist angeschlagen. Mal gleich mal gucken, was der hat. Einwurf für uns. So, was hat Kömert? Eine mögliche Fußverletzung. Ist aber noch nicht schlimm. Kann weiterspielen. Rüegg. DDP per Kopf dran. War schwacher Einwurf. Sierro. Görtler. Sierro. Felix. Bringt den Ball zu Panja. Der schießt Johnston an. Kilifi. Beruato. Mögliche Knöchelprellung. Okay. Rüegg. Felix. Rüegg. Felix. Rüegg. Sierro. Ferdi. Wir haben erst zwei Schüsse aufs Tor gebracht. Das ist das, was mich so ein bisschen besorgt. Kololi, Kramer, Diakonu, Kilifi. Drin. Ausgleich. Nicht gut verteidigt. Kololi hat einfach nur weitergeleitet. Kilifi hatte zu viel Platz. Umbehauen sieht den relativ spät, weil Beruato noch dazwischen steht. Ist nicht gut verteidigt gewesen von uns. So, Halbzeit. Und es steht 1-1. Bin unzufrieden mit der Leistung. Insbesondere mit der Chancenverwertung. Diego, Felix, Görtler. Bringt den Ball raus zu Ferdi. Ferdi versucht die Flanke, bleibt an Diarra hängen. Es gibt kaum Zweikämpfe in diesem Spiel. Passquoten sind sehr niedrig. Soldo, Diarra, Soldo. Den Ball lang auf Kömert. Ferdi. Ferdi immer noch am Ball. Ferdi bringt den Ball rein. Omragic dazwischen. Rüegg. Sierro. Felix. Sierro. Rüegg. Sierro. Rüegg. Sierro. Bringt den Ball rein. Panja per Kopf. 2-1. Weiter, Jungs. Weiter so. Da haben die Jungs jetzt halt wieder die gute Übersicht bewiesen. Da kann Brecher auch nicht so viel machen. Figgis. Kololi. Figgis. Ah, Metscher. Felix, warum machst du das? Das ist doch wahrscheinlich ein Elfmeter jetzt. Ein Elfmeter. Nochmal Glück gehabt. Dann ist das aber zumindest eine gelbe für Felix. Ja. Und Diego köpft den raus. Garkes. Konter läuft. Felix müsste ein bisschen mehr mitrennen. Kann Garkes halt nichts machen.
Das Beste in der Situation wäre halt wirklich noch das Rausholen von einem Konter gewesen. So. Diego. Eruato. Ball rein. Soldo. Vučković. Vučković ist durch. Ball auf Tigges. Ah, haben wir Glück gehabt. Carques. Felix. Felix hätte den Ball auch schon noch fertig spielen müssen. Ferdi bringt den Ball rein. Diego González 3-1. Wie ist Diego da am Ball gekommen? Okay. Brecher hat sich verschätzt. Das erklärt's. Ja, holen wir mal ein paar Standards raus. Jaro verletzungsbedingt raus. Dafür kommt Sergio Gomez. Und für Felix kommt Amin Essahel. Und weiter im Text. Lausanne gewinnt 4-2 gegen Lugano. Okay. So, und jetzt wechseln wir nochmal Ferdi aus. Dafür kommt Fran Gomez. Umbehauen. Kömert. Diego. Adjara dazwischen. Kömert. Gomez. Sergio. SL. Fran. Fran. Müssen wir mal abgeben. Görtler. SL. Panja. 4-1. Gut rausgespielt. Ja, sehr guter Pass von Essahel. Anja ist müde, den könnten wir noch auswechseln, aber sehe ich jetzt nicht so als dringend an. Vor allem nicht so kurz vor Schluss und vor allem, wir können eh nicht mehr wechseln. 4-1 gewonnen. Verdienter Sieg. Auch in der Höhe. Sehr guter Auftritt von den Jungs. So. Ciro fällt für 5 Wochen aus. Kümmert 1 bis 2 Tage. Okay. Waren ja 2 Tore eine Vorlage. Ist der jetzt schon... Okay, Tore technisch ist er schon so weit wie letzte Saison. Da war er... Also, Anja hat sich in der letzten Saison in der Rückrunde extrem gesteigert. In der Hinrunde hatte der ein Tor, eine Vorlage. In der Rückrunde stand er dann am Ende bei 8 Tore, 8 Vorlagen. Jetzt ist er schon bei 8 Toren, einer Vorlage. Das liegt gerade für ein anderes Verhalten. Jetzt wird es anders. Nee, das ist einfach nur ein Remix. Oscar Randa. Leandro Böcci, wollen wir für 1 Woche zum Probetraining? Ja, kein Problem. Könnt ihr haben. Kömert nicht fit genug für die Schweiz. Ja gut, der ist angeschlagen. Am 8. und am 12. wird gespielt. Deswegen haben wir am 5. noch ein Spiel. Obesio wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Götze auch. Und Jakovic mit dem ersten Saisontor. Zürich will Darko Kolev. Na gut, der ist ohne Ehrgeiz. Macht mir ein Angebot.
macht mir ein gutes Angebot, dann könnt ihr den Jungen haben. Barnaby. 300.000 wird der nur kosten. Ich gehe das Risiko ein. Ja, der ist nicht schnell. Der hat eine gute Ballannahme, eine gute Technik. Der trifft gute Entscheidungen. Flair, Führungsqualitäten sind auch gut. Zielstrebigkeit ist okay. Der Abschluss ist okay. Wir gehen das Risiko ein. Im Worst Case macht er halt nicht allzu viele Spiele bei uns. Aber der wird seinen Marktwert immer noch über diese 300.000 erhöhen, dass wir eine für Gewinn verkaufen können. Und dann halt einfach als Geldanlage für die Zukunft betrachten. So, ein kleines Angebot für Barnaby wurde akzeptiert. Millionenspieler, in der nächsten Saison dann Stammspieler. Ja, können wir drüber reden. 364.000 bieten wir dir, du willst 400. Da bin ich nicht bereit zu. 377? Ist okay. Passt. Take ihn dann trotz Verletzung von Zero Hoffnung. Alles klar. Wird deshalb bekannt, ist nicht optimal, aber da ist ja auch kein anderer Verein interessiert. Nee. Dann haben wir da nichts zu befürchten. Das Einzige, was passieren könnte, ist, er sagt, hey, ich unterschreibe meinen Vollzeitvertrag bei dem Verein, bei dem er gerade ist. Hier, Hapoel Petah Tikva. Spielen in der Liga. Das ist aber auch mal ein cooles Liga-Logo. Die zweite Liga. Liga Leumit. Moment. Was ist Israel? Was ist? Makami. Hier die Liga Taal. Ist doch auch Israel. Ja. Sind das verschiedene Ligensysteme? Nee. Wir haben ganz schön viele Pokale. Und die Liga Taal ist die erste, die Liga Leumit die zweite. Okay. Ich spiele bei einem Zweitligisten in Israel, das ist... Der Spieler kennt doch keiner. Chief Blessing. Ja, der ist schon 25 und kommt aus Ghana. Eigentlich hätte ich ja Interesse an so Leuten wie dem aus Ghana, den wir gerade hatten. Aber die Schweizer Ausländerbeschränkung macht es mir halt nicht ganz so einfach. So, Sierra. Sergio Gomez wird Startelf-Einsätze kriegen. Campbell wieder auf der Bank. So, Lukas wieder in Startelf. Lüchinger kommt in der Startelf. Oh ne, das ist Luzern, das ist der amtierende Meister. Beste Elf aufstellen. So. Und los. Ja, ich hab das Schild an der Tür gemacht. So. Das ist eine großartige Gelegenheit, allen Experten zu zeigen, dass ihr euch zu Recht mit Lorbeeren überschütten. Ach, was Lee hätte ich noch aufstellen können statt Diego. Ist nicht schlimm. Diego hat mehr Erfahrung. Rick. Verdi. Sergio mit der Ecke. Bringt den Ball rein. Diego per Kopf. 1-0. Ein Tor nach einer Ecke. Das hatten wir ja erst im letzten Spiel.
Aber per Kopf hatten wir das schon länger nicht. Nichts zu halten für den Keeper. Pintado. Hazard. Ugrinic. Nesevic. Grippo. Pintado. Ah, Beruato blockt im Schuss ab. Ecke für Luzern. Akarada. Grippo. Nee, Diego köpft den raus. Und Lukas holt sich den Ball. Rick. Sergio. Rick. Sergio. Rick. Sergio. Legt den Ball an Deng. Riedek jetzt am Ball. Bayric. Pakarada. Bayric. Riedek. Bayric. Pintado. Auf Tazar. Pintado. Ndiaye auf Tazar. Umbauen hält. Beruato. Felix. Felix. Jaco hält. Ecke für uns. Und jetzt nochmal wie eben. Sergio mit der Bayric köpft den raus. Anja. Görtler. Diego. Einwurf. Beruato. Felix. Beruato bringt den Ball rein. Grippo köpft den weg. Görtler. Sergio. Rick, Felix, Lukas verliert den Ball gegen Grippo, Jaco haut den weg, Rick fängt den Ball ab, schickt Ferdi, zurück zu Sergio, Rick, Sergio, Felix, zurück zu Beruato, Beruato auf Ferdi, Ferdi vorbei am Pakarada mit dem Abschluss daneben. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, muss man mal sagen. Sergio mit der Ecke. Hier rausgeköpft. Und Rüek haut den Ball zu Sergio. Mit dem Ball nochmal rein. Lukas an Außenposten. Schade. Rüek. Felix. Rüek. Ferdi. Gomez. Oh, genau in Lauf von Lukas. Lukas. 2-0. Guter langer Ball von Sergio. Ja. Lukas ist noch nicht zu früh gestartet. Gut gemacht. Einwurf Luzern, Pakarada, Ndeng. Sergio fängt den Ball ab. Ndeng haut den wieder weg. Aufkümmert. Rick. Ferdi. Nesevic fängt die Flanke ab. Anja. Vorbei am Pintado. Anja. Verliert den Ball gegen Ugrinic. Diego holt ihn zurück. Kümmert. Rick. Sergio. Ferdi. Rick. Rick bringt die Flanke auf Felix. Rückt zu Görtler. Zurück zu Beruato. Beruato zu Pania, der macht das 3-0. Zur Pause. Sehr gut. Jaco, der nicht wirklich reagiert dabei. So, dann haben wir eine 3-0 Halbzeitführung. Wir sind verdient vorne. In der Höhe ist es allerdings schon fast ein bisschen hoch. Das heißt schon fast. Wenn man auf die Expected Goals guckt, dann führen wir viel zu hoch. Grippo, Nesevic, Ugrinic, Pintado. Pintado. Hazard. Oberotto kommt mal kurz dran. Ndeng. Pakarada. Riedek. Pakarada. Böhmer dazwischen. Einwurf.
Gomez bringt die Ecke. Sergio. Ab. War wieder einer dazwischen. Lukas. Verliert den Ball an Ugrinic. Der spielt einen Fehlpass auf Pagna. Lukas, Felix, Pagna, 4-0. Fehlt nicht, abseits. Pagna war am Abseits. Boah, war das knapp. Kakarada. Ndiaye. Er zu Ugrinic. Ndeng. Diego dazwischen. Pagna. Vorbei an Ugrinic. Hat von Ndeng abgegrätscht. Hat den Ball aber wieder. Eroato. Auf Kakarada. Rick. Sergio. Felix. Rick. In den Lauf von Lukas. 4-0. Jetzt zählt's aber. Gut gemacht. Rick spielt den Ball im richtigen Moment, damit Lukas noch nicht im Abseits ist. Macht Basel eigentlich gerade? Spielen unentschieden gegen die Grasshoppers und Lausanne kriegt gerade eine Packung von den Young Boys. Dadurch, dass Luzern von uns gerade eine Packung kriegt, werden die aktuell als Meister Letzter. Jetzt da. So, wir wechseln Ferdi aus, weil müde. Dafür kommt Fran wieder rein. Freistoß für Luzern. Carbonell, Bayric. Carbonell auf Padula. Carbonell. Bayric. Campo. Carbonell. Campo. Tentado. Tentado. Andjai Ulrikes. Umbrauen lenkt den Nebenstor. Und die Ecke bringt Campo rein. Diego köpft den raus. Padula. So, dann nehmen wir jetzt noch Felix runter für Essahel und für Görtler kommt Kempe. Hätte jetzt gerne noch, also Lukas soll noch den Hattrick machen. Dann bringt den Eckball rein. Ausgeköpft von Ulrikes. Pagna. Diego. Pagna. Essahel verliert den Ball. Eroato. Campbell. Spielt einen Fehlpass auf Pentado. Ndeng. Carbonell. Bayric. Ndeng. Padula. Ndeng. Carbonell, Ulrikes, Campo, Ulrikes, Diego grätscht dazwischen. Pagna, Campo. Lang auf Lukas, zu lang. Diego, Ende. 4-0 gewonnen in Luzern. Passt. In der Höhe ist er zu hoch ausgefallen, der Sieg. Also, Expected Goals war 1,6 zu 0,8. Also ein 1-0 wäre okay gewesen, 2-0 auch, aber 3-0 und 4-0 ist dann in der Höhe schon zu hoch, wenn man rein von den Werten mal guckt. Thailand-Trainer Kira Nishino war da und hat sich Pagna mal wieder angeguckt. Pagna hatte im Spiel ein Tor, eine Vorlage, glaube ich, oder? Nein, nur ein Tor. Aber trotzdem, gutes Spiel. Einmal eine kurze Länderspielpause und dann geht's weiter. Van Rossier, kein Interesse. Supernat Moyanta. Könnten uns noch einen thailändischen Stürmer holen. Da müssten wir aber erst einen von unseren Jungs abgeben. Und vor allem hätten wir dann wieder einen Nicht-EU-Spieler mehr.
Mit Israel, glaube ich. Also mit dem Israeli, glaube ich, jetzt schon. Wahrscheinlich hat Kessa gut trainiert. Ekenet Panya hat gut trainiert. Ich glaube, der entwickelt sich nicht mehr so viel. Felix hat seinen Abschluss verbessert. Den kann er gleich weiter trainieren. Oh ne, das Felix ist das. Das ist unser Zehner, nicht Lukas. Es ist schlimm, dass die Matchers beide Offensivkräfte sind. Das wäre einfacher, nur anhand der Nachnamen zu gehen, wenn der eine Innenverteidiger wäre und der andere Stürmer. Okay, Quintanilla, was hat der für eine Ausstiegsklausel? Nur Quintanilla, 11 Millionen. Wie weit können wir sie denn runterhandeln? Zehn Millionen. Ich weiß nicht, ob der das Potenzial hat, um diese 10 Millionen wieder reinzubringen. Also ich habe das Angebot jetzt erstmal gemacht. Ich glaube nicht, dass er das macht. Also ja, der will auch eine 500.000 Gehalt und will direkt Stammspieler sein. Also direkt Stammspieler ist okay, die 500.000 aber nicht. Deswegen brechen wir da mal ab. So, Martin Gierschinowski ist jetzt Profi. Meine physischen Werte sind halt so schlecht. Duell ist das einer, den stellst du vorne rein und dann hoffst du da drauf, dass einfach nur die Bälle kommen. Wir haben doch noch auf der Auswahlliste Pablo Torre. Den würde ich auch noch gerne holen. Gucken wir mal, was sagt ihr zu 3,5? 4 Millionen und wenn er 50 Spiele hat, 700.000. Das nehmen wir an. Stationsspieler bei uns kann er sein. Er kann auch die 500.000 haben. Er kann auch ein bisschen mehr haben. Bei ihm glaubt, er wird den Sprung machen. Ist, wir müssen nur einen Flügel dann abgeben. Am ehesten denke ich Ekenet Panya. Und dann ist er eigentlich schon fast Stammspieler. Jonathan Egidius. Hugo Novoa. Der sieht nicht schlecht aus. Also von den Werten her. Ein bisschen wenig Ausdauer, der Junge. Oliver Johansen Braude. Könnten wir ablösefrei kriegen. Der wartet bis kurz vor Vertragsende. Okay. Rasmus Christiansen wäre ein Ablösefreier fürs für den Sommer dann. Nee, nicht gut genug. Yusuf Kadabai. Das wäre einer. Auch ein auslaufender Vertrag am Ende der Saison. Und wir hätten ja, ich würde den gerne haben. Und wenn es nur ist, dass wir ihn dann wieder irgendwohin verleihen und dann teuer verkaufen.
said you feel sick of the lies. All the more reason why I throw reservation aside. Take a dip, the water's fine. Dress it up and make it nice. Judas, ein 29-jähriger Torwart. Schauten wir mal, wenn der seine 4,5 Sterne bestätigt. Boah, ey, von den Werten her, der sieht jetzt schon nicht so aus, als könnte wirklich Stamm sein bei uns. Felix mit gutem Training, Ekanit mit gutem Training, Roger Garkes mit gutem Training, Asli mit gutem Training. Man kann Asli eigentlich alles mal so ein bisschen. Kolle. Wir will ein Probetraining. Ja, ist okay. Der Junge hat keinen Ehrgeiz. Von daher, wenn... Das ist wahrscheinlich das, was sie abschreckt. Und warum Zürich nicht direkt ein Angebot gemacht hat, sondern nur eine Anfrage. So. Wie sieht das bei Faslias mit der Spielpraxis? Der bräuchte wieder welche. Und da rein für Diego Gonzalez. Für Panja rückt Kreuchi in eine Startelf. Für Rick rückt Lüchinger in eine Startelf. So. Macht weiter wie beim letzten Mal. Sergio, Görtler, Lukas, außer Ferdi. Ja, abgeblockt von Pastina, erste Ecke. Sergio bringt die rein auf Görtler, der Kopf daneben. Sergio, Keuchi, Lukas, Asli, nächste Ecke. Sergio, ausgeköpft von Grigic, Keuchi, verliert den Ball, Eruato. Timothy Fayulu, Torwart von Sio bis jetzt, haben die einen Torwart verkauft? Gucken wir in der Halbzeit gleich mal. Ich glaube, die haben hier einen Torwart verkauft. Und zwar Veruator, Lukas. Lukas. Görtler bringt den Ball rein. Ferdi. Sergio, Felix. Abgeblockt. Filipinho, Raldne. Misonero, Eruato, Nero, Keuchi dazwischen, Misonero wieder, Irgic, verliert den Ball an Görtler, Sergio, Felix, Felix, Asli, Görtler, Keuchi, Görtler, Felix, Lukas, Fayulu hält.
Umbehauen. Kümmert. Felix. Görtler. Heuchi. Lacroix fängt den Ball ab. Staubli. Und Fasli köpft ihn wieder weg. Sergio. Kreuchi. Eroato bringt den Ball rein auf Lukas. Ayulu hält. Kopfball zu zentral auf den Keeper. Fasli. Staubli. Staubli bringt den Ball rein. Umbauen hält. Ayulu. Haut den Ball raus. Asli. Asli. Bauen. Mal sicher zu Ferdi. Ferdi in Lauf von Lukas. 1-0. Von der Art erscheint das unser Standardtor in dieser Saison zu sein. So ein langer Ball von hinten, zweiter langer Ball in der Spitze und durch. Da passt Lukas. Zu dem Spielstil passt Lukas wirklich besser als Dorkes. Läuft gut, aber ich weiß, ich hab noch mehr drauf. Und die sind fast alle beflügelt und motiviert. Das sieht doch richtig gut aus. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Sergio mit der Ecke bringt sie rein. Ausgeköpft. Räuchi. Görtler. Gomez. Görtler. Felix, Räuchi, Lukas, ab jetzt Perke zu Ferdi, kommt aber nicht durch. So, ich habe gerade ein bisschen Kuchen geliefert gekriegt. Ich werde mich eben muten und die Kamera ausmachen, während ich den esse. Spiel geht aber so lange weiter.
You never tried to change me. I know that everybody hates me. I'm okay. I wish you never tried to save me. Or maybe I'm just lazy. Oh, maybe it's true. I live my life this way. But don't worry, it's cool. You should worry about you and go about your day. Oh, maybe it's strange. I live my life this way. So, da bin ich wieder. Kamera eben wieder aktiviert. Hm. Ja, Stammtorwart von CEO fällt wegen einem Kreuzbandriss noch ein paar Monate aus. Das ist natürlich bitter für die. Für uns bitter ist es, dass es natürlich Staubli war, der den Ausgleich gemacht hat. Den haben wir ja im Sommer nach Sio verkauft. Der hat es in beiden Spielen gegen uns getroffen. Das ist schon bitter. Gott, sie hat sein erstes Saisontor für die Grasshoppers gemacht. Sehr gut. Rangin Regal aus Syrien ist im nächsten Vereinseigengewächs. Der kam aus unserer Jugend, okay. Mohamed Kudus. Gucken wir mal. Wenn wir uns den nicht leisten können. Ach, mit Ono wechselt bereits zu uns. Wir bringen trotzdem den Scout-Bericht noch eben auf die 100%. Weiß nicht, was ich da jetzt noch groß ändern kann, weil wir kennen eigentlich alles über ihn. Ein Linksverteidiger-Talent. Ja. Cahill hat den C-Trainerschein. Nee, beginnt mit dem Lehrgang für den C-Trainerschein. Zeit. Arbeitet schließlich schon als Trainer. Oh, Borja Gakes fällt 3 bis 4 Wochen aus. Oh, oh, oh.
Könnte also sein, dass Yoshinovsky, nachdem er in einer ersten Saison im letzten Spiel sein Debüt gegeben hat, dass er da jetzt wieder ein paar Einsätze kriegt. Sabagüe, der steht für 3 Millionen auf der Transferliste. Wenn das Gehalt nur nicht so hoch wäre, ne? Dann könnte der echt richtig gut für uns sein. Andererseits, ich will ja versuchen, doch so ein bisschen, was heißt ich will versuchen, muss versuchen, so ein bisschen Schweizer Kern zu halten. Also, dass wir so 6, 7, 8 Spieler der ersten Mannschaft aus der Schweiz haben, damit der Vorstand nicht rumjammert, dass wir zu wenig Schweizer haben. Ariel Mosor. Dort nochmal weiter. Der Torwart ist schon mal direkt beim zweiten Scouting-Bericht runter auf 3,5 Sterne maximal. So, St. Gallen. Wir sind Favorit gegen Lugano. Quintilla mit Lobeshymne gegen, für Lukas Metscher. Anja soll ein Comeback bei Thailand verdient haben. Alex Marinov. Warten wir mal. Der Junge muss halt mal besser trainieren. Den bin ich auf Auswahlliste. Bitte was liest, defensiver Mittelfeldspieler. Jetzt ist er Innenverteidiger, sobald er mit ihm reden. Sondern dass sich bei manchen Spielern die Medienbeschreibung ändert. Das, was hier jetzt steht, das ist ja immer die Medienbeschreibung. Dass das teilweise ändert, sobald du in ein Gespräch mit denen gehst, das finde ich schon hart. Das muss nicht sein. Das ist was, was man im nächsten FM vielleicht verbessern wollte, dass sich das nicht ständig ändert. Und dass sich das ändert zwischendurch ist okay, aber nicht jedes Mal, wenn man mit denen redet. Waldrin Cola, ja, der muss noch weiter nach Schnelligkeit arbeiten. Nun, die letzten drei Spiele vor der langen Winterpause wegen WM. Ah, Irai Kömert, der muss mit zur WM. Und dann bitte gute Leistung zeigen. Das gilt für alle meine Spieler, die bei der WM dabei sind. Damit wir die verkaufen können. So. Meme, die macht jetzt den Stürmer-Backup so lange. Für Felix kommt Amin Esahel rein, für Kömert kommt González wieder rein. Im Pokal wird Okafor dann wieder spielen, Rüegg kommt wieder rein. Sierro ist noch angeschlagen. Dann passt die Aufstellung. Umbauen hat jetzt wirklich den Nummer 1 Status von Zigi übernommen. Guten Tag, Litschi. Gerne wieder Mannschaft coachen hier. Das ist tatsächlich mal eine Anspielung auf einen Film, den ich verstehe, weil die Filme habe ich tatsächlich mal gesehen. Omegana, hi. Ey, Maya ist mal am Start. Nein! Der verdient mehr als die gesamte Mannschaft zusammen. Ja, Fairtür. Ecke auf Vasli, 1-0, guter Start. Hat ja auch wieder sowas, der wird noch ein Fußballmanager. Außerdem ist doch Freitagnachmittag. Litschi hat doch Feierabend. Oder nicht? Custodio mit dem Freistoß. Direkt rein. Schnelles Gegentor. Ah. Schon lange. Ja. Dann ist doch alles gut. Kein Grund, dass hier irgendwer rumjammert, dass du hier bist.
Ja. Umbauen war noch dran. Nicht mehr entscheidend. Schade. Wörtler. Beruato, Sergio. Erdi mit viel Platz. Bringt den Ball zu Lukas. 3-1. 16. Minute. Eigentlich wieder so ein Standardding. Irgendwer schlägt einen Ball zu Lukas, der so gerade eben noch nicht im Abseits ist. So, das passt. Wir haben fast jedem Spiel so ein Tor. So, jetzt sieht man die Abseitslinien. Danke. Baumann. Beruato. Reuchi. Ah, Keschkes dazwischen. Sergio. Rijek. Erdi. Rijek. Sergio. Rijek. Keschkes wieder dazwischen. Domjoni. Diego dazwischen. Maček. Domjoni. Auf Rijek. Erdi. Erdi auf der rechten Seite ist durch. Keschkes dazwischen wieder. Erdi, Esahel auf Lukas. Pfosten. Baumann mit dem Abstoß. Auf Beruato. Reuchi. Reuchi bringt den Ball rein auf Lukas. Baumann klärt zur Ecke. Fährt ab zur Ecke. Sergio bringt den Ball auf Reuchi. Abubakar köpft den raus. Ah, Fasli ist schneller. Fasli kriegt den. Und zurück zu Umbehauen. Und der Spielaufbau von hinten über Görtler. Lukas überlupft den Torwart, 3-1. 22. Minute, wir haben schon 4 Tore. Was ein, ja, könnte man schon fast Torfestival nennen. Also viel fehlt auf jeden Fall nicht, dass man das auch aufs ganze Spiel dann beziehen kann. Ist ein unterhaltsames Spiel bis jetzt. Keschkes mit dem Freistoß bei der Eckfahne. Domjoni. Lovric. Maček. Abubakar. Spielt einen Fehlpass auf Kreuchi. Und der spielt einen Fehlpass auf den Holländer. Custodio. Raus auf Maček. Maček bringt den Ball rein. Maleš köpft drüber. Leute, es ist schon 10 Minuten nichts passiert. Das Spiel wird langweilig. Sergio. Erdi. Oh, das ist rot für Domjoni. Und eine gute Freistoßposition. Sergio. Die 1. Das gesamte Ding geht auf die Kappe von Domjoni. Holt sich eine rote Karte ab und... Eigentlich könnte man das schon fast als Vorlage von Domjoni sehen. Und Sergio mit der Ecke. Bringt die rein. Fasli direkt auf Baumann. Baumann haut den raus auf Beruato. Görtler, Beruato, Sergio. Reuchi, Esahel. Lukas bleibt an Fisker hängen. Rijek, Sergio. Erdi, Rijek. Zu Dio noch mal mit einem Freistoß für Lugano. Umbauen hält. Ball raus. Lukas leitet weiter zu Kreuchi. Kreuchi immer noch am Ball. Ferdi probiert's. Keschkes blockt ab. Und Holländer klärt. So, Halbzeit. 4-1. In der Höhe verdient, wenn wir die gegnerische Chancenverwertung als Grundlage dafür nehmen. Weiter. Fiska. Maleš. Fasli. Halt einfach nur 3 Schüsse mehr, aber wir haben die viel hochkarätigeren Chancen. Rijek. Sergio, SHL, Rijek.
Buch die Flanke, wird von Custodio abgeblockt. Oh, Malesch. Durch. Umbehauen, Wert ab. Diego hätte da nicht rausrücken dürfen. Custodio. Abubakar. Abubakar, Ferdi ist noch dran. Kommt aber nicht an den Ball. Projekt mit dem Einwurf auf Essahel. Ferdi. Essahel. Ferdi. Auf Görtler und das ist das 5-1. Sehr gut. Ja, Görtler hatte da zu viel Platz. Baumann war in der falschen Ecke. Keine Chance mehr. Und Berotto mit dem Einwurf. Mahmut dazwischen. Görtler. Sergio. Raus auf Rüegg. Der leitet weiter zu Ferdi. Im Ball rein. Kreuchi. 6-1. Oh. Das ist bitter für Lugano. Das wird jetzt eine richtige Klatsche. Ja. Gegen die Laufrichtung vom Torwart. Dritte Vorlage von Ferdi in dem Spiel. Oh, Custodio mit dem Freistoß. Genau auf Rüegg. Obwohl das offensiv so grandios läuft, ist SHL nicht wirklich gut in dem Spiel. Zumindest von der Note her. Rüegg. SHL. Verliert den Ball an Custodio. Ferdi ist da zwar dran, aber nicht entscheidend. Lovric. Abubakar. In den Lauf von Maciek. Maciek bringt den Ball rein. Diego blockt den ersten Abschluss ab. Lovric. Custodio. Holländer. Sabatini. Holländer. Malesch. Diego. Malesch. Abubakar. Ferdi erobert den Ball. Haut den raus. Auf den Kopf von Fisker. Da machen wir jetzt einen Dreifachwechsel. Wir nehmen Sergio runter für Alan Campbell. Für Essa. Nee. Wir bringen noch Elijah Okafor für Fasli. Und wir bringen Miro Muheim für Pietro Beruato. Ferdi müde. Reuchi ist müde. Muheim hat den Ball. Reuchi. Fisker köpft den raus. Rüegg. Ferdi. Campbell. Rüegg. Campbell. Rüegg. Campbell. SHL. Muheim. Reuchi. Wieder raus auf Muheim. Der hat sehr viel Platz. Ach, kommt nicht an bei Ferdi. Rüegg. Ferdi. Fisker blockt ab. Ecke. Ecke wurde nix. Baumann schlägt den raus. Das war einfach nur schlecht. Muheim. SHL. Muheim. Campbell. Görtler. Lukas. SHL. Reuchi. Muheim. Muheim. Legt den Ball zu Campbell. SHL. Campbell wieder raus zu Muheim. Der hat jetzt Platz gehabt. Görtler. Wieder auf Muheim. Jetzt bringt Muheim den Ball rein. Fisker dazwischen. Adais. Sabatini. Lovric. Sabatini. Anela. Lovric. Ende. 6-1 gewonnen. Absolut verdient. War ein sehr schöner Sieg für uns, Jungs. So könnt ihr gerne weitermachen. Damit haben wir die Tabellenspitze wieder, weil Luzern tatsächlich ein Unentschieden gegen die Young Boys holt. Lukas Metscher macht uns zum Tabellenführer. Unter anderem er. Ist gut in Form.
Lazar Pavlovic. Eigentlich ein klasse Talent, aber vor 20, also wir müssen noch 6 Jahre warten, dann ist Serbien in der EU, dann wäre das okay. Dann können wir auch solche Transfers mal eben machen. Aber aktuell bin ich da eher abgeneigt. Oh, Scouting von Matheus Mendes beendet. Eine zweite Nationalität in Europa? Nein. So. Der FC Thun im Pokal. Da können wir wieder ein bisschen mehr rotieren. Thun ist ein schwaches Team im Vergleich zu unserer Qualität. Ja. Dich ähnlich. Unbehauen fällt aus. Oh. Knöchelverstauchung beim Springen geholt. Ach, Leute. Gut, dann wird Ziggy halt mal wieder spielen. Jetzt die letzten 2 Spiele vor der WM. Oranik Seferi. Können wir nicht mehr weiter scouten? Ich glaube nicht, dass er den Sprung noch machen wird. Weil der ist erst 19. Aber der müsste eigentlich schon auf einem Level sein, dass er uns helfen kann. Und dann so ein Potenzial noch haben. Malifu Diarasuba. Könnten wir zurückholen, ja. Aber bin ich nicht von überzeugt. Mein 250.000 wäre schon Schnäppchen. So. Unbehauen geht raus. Ziege ins Tor. Für Lukas wird Memedi spielen. Für Kadiolu kommt Fran rein. Ferrato kommt Muheim. Für Rüegg kommt Lüchinger. Okafor wird neben Gonzales in der Innenverteidigung stehen. Das ist auch die Elf mit der wenigsten Eingespieltheit, die wir mit der wenigsten Spielpraxis, die wir aufstellen können. So, Fierro mal außen vor, weil der noch angeschlagen ist. Jacques, weil er verletzt ist. Kakabatze, weil ich mit ihm nicht mehr plane. Überhaupt nicht. Gonzales hat schon 3 Tore auf dem Konto. So, und weiter. Ab ins Spiel. Ist eine großartige Gelegenheit, euch allen Experten zu zeigen, dass sie euch zurecht loben. Okafor, Diego, SL, Sergio, ran. Ran wird erstmal gefoult. Okay, der Freistoß ist offensichtlich nicht interessant. Matzen, Ahmed, Matzen. Den Ball rein, Geo köpft den weg. Witzer. Wittlin, Witzer. War vorbei an Sergio, bringt den Ball rein. Vasic köpft drüber. Urosch Vasic. Auch von Basel oder so mal gewesen. Rödlin. Ran dazwischen. Memedi. Kreuchi. Kreuchi muss schneller hält. Na los, Leute. Ich will ein bisschen mehr Einsatz sehen. Lüchinger. Essahel. Görtler. Essahel. Gomez. Görtler. Muheim. Platz. Bringt den Ball rein auf Memedi. Schneller Held.
Sergio mit dem Freistoß. Kreuchi. Kreuchi. Locker vor. Bringt die Flanke auf voran. Köpft daneben. Leute, ich bin noch nicht überzeugt von eurem Einsatz heute. Kreuchi. Verliert den Ball gegen Matzen. Okafor. Zurück zu Zigi. Görtler. Sergio. Diego. Sergio. Lüchinger. Sergio. Ran. Oh, auf Memedi. Abgeblockt von Hairisi. Ecke. Ran. Bringt die Ecke rein. Gut. Kreuchi. Das ist ein Einwurf, ja. Sergio mit dem Freistoß. Okafor köpft knapp drüber. So. Oh, ich bin unzufrieden mit eurer Leistung heute. Das geht schließlich für die alle dann drum, dass die auch, wenn die super spielen, dass sie sich vielleicht einen Stammplatz holen. Kerem Mateng verliert den Ball gegen Muheim. Kreuchi. Hercio mit dem Freistoß bringt ihn rein. Kerem Mateng köpft den raus. Löchinger. Hercio. Hercio vorbei am Matzen. Görtler. Jetzt schießt Hairisi ab. Okafor. Okay, noch Ziege. Okafor. Diego. Sergio. Sahel. In Memedis Lauf. Memedi daneben. Matzen. Öving. Öving holt den Freistoß raus. Das war aber schon hart. Ist eine harte Entscheidung, da einen Freistoß zu geben. Schweizer. Basic. Rot. Schweizer. Genau auf Ziege. Also Okafor bis jetzt Man of the Match. Passiert halt offensiv zu wenig. Radiolu kommt. So, Sahel nehmen wir noch runter. Dafür kommt Felix. Sergio bringt den Ball rein. Auf Fran. Da ist das 1-0. Hat lange gedauert. Jetzt steht Thun unter Druck, wenn sie noch weiterkommen wollen. Torwart verschätzt sich. Higi. Diego. So, auf Erdi. Erdi. Zum Ball. Görtler. Diepen hat den rausgehauen. Lüchinger jetzt. Löchinger über die rechte Seite. Sergio. Ball genau auf Rot. Diego. Muheim. Görtler. Muheim. Ball rüber auf Ran. Memedi. Ran. Felix. Muheim. Erdi. Probiert's. Daneben. Dieses 1-0 ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eng. Ich hätte gerne noch mal ein Tor. So ein 2-0 wäre schon schön. Oheim bringt den Ball rein. Memedi war im Abseits. Schneller.
Gürtler verschätzt sich beim Kopfball. Liguri. Öving. Muheim blockt ab. Ecke. Öving. Campbell. Rot. Hiepen. Rüdlin. Liguri. Okay. Muheim. Felix. Muheim. Den Ball rein. Hiepen ist da. Lichinger. Lichinger wieder. Felix. Schneller lenkt ihn drüber. 6 Minuten gibt es oben drauf. So viel ist doch gar nicht passiert. Erdi. Ran. Abseits. Schneller darf den Freistoß wahrscheinlich noch machen. Io köpft ihn wieder zurück zu denen. Schneller. Öving. Okafor dazwischen. Ende. 1-0. Nicht zufriedenstellend. Heute hat es gerade so gereicht, aber gegen stärkere Gegner müsst ihr euch steigern. Muss doch mittlerweile auch. Ein Spiel ist noch international. Basel kann immer noch. Oh, das, die haben das direkte Duell gegen Legia, wer weiterkommt. Und Luzern spielt noch gegen Austria Wien. Auch Luzern.
Uheim, Felix, Görtler, Sergio, Görtler, Felix, Anja, Lukas, Sergio, Anja, Lukas zu Ferdi, Ricardo ist noch dran, Lukas, Anja, Görtler. Ich glaube, da war Ribeiro wieder dran. Hat auf jeden Fall ist ein, zwei richtig gute Paraden drin gehabt. Rijek. Ferdi. Rijek. Sergio. Sergio. Felix. Diego. Rijek. Diego. Sergio. Felix. Oh, Rijek hat Platz. Rijek bringt den Ball rein. Panja. Bleibt hängen. Muheim. Asli. Der Grasshoppers hat bis jetzt noch keinen einzigen Torschuss. Ja, war soweit ganz gut, aber da geht noch mehr. So. Immer sei. Gruß. Burch. Miet. Burch. Kapixaba. Gutes Tackling von Sergio. Und Kapixaba mit dem Einwurf. Auf Felix. Ferdi. Ende. Aber wir müssen mittlerweile ein Tor mehr auf dem Konto haben. Ricardo mit dem Abstoß. Der landet bei Muheim. Und Muheim auf Panja. Panja bringt den Ball rein. Lemuri dazwischen. Ferdi. Auf Lukas. Lemuri wieder da. Immer sei. Vorbei an Rijek. Rijek kommt aber nochmal. Einwurf. Okay, Basel führt mittlerweile 2-0 in Zürich durch einen Doppelschlag von Moos. Görtler. Thomas. Rijek. Ferdi. Rijek. Lukas. Ricardo ist dran. Sergio, Felix, Görtler, Panja, Panja, scheitert an Ricardo. So, wir wechseln das erste Mal. Und zwar kommt Sergio Gomez runter für Alan Campbell. Heute bräuchten wir ein weiteres Tor. Einfach nur, um sicher zu sein. Das ist so ein Standard-FM-Spiel. Die werden in der 90. Minute oder so nochmal einen Schuss haben und der geht rein. So, jetzt nehmen wir noch Cardiolo runter für Fran. Und für Felix kommt Essahel. Einwurf Rijek. Auf Kapixaba. Diego da. Rijek. Einwurf für uns nochmal. Ende. 1-0 gewonnen. Nicht einen Torschuss zugelassen. Und unsere Chancenverwertung war überhaupt nicht gut. Heute hat es gerade so gereicht. Gegen stärkere Gegner müsst ihr euch aber gehörig steigern. Also die Abwehrleistung hat mir gefallen. Bei den Stürmern bin ich enttäuscht. Okay, jetzt habe ich einen überzeugt, ein paar sind motiviert und ein paar einfach nur demotiviert. Ich glaube, ich habe ein bisschen kaputt gemacht mit der Ansprache. Bunyaki. Albert Bunyaki ist Kosovo-Trainer. Seit 11 Spielen ungeschlagen. Aha. Nguyen Tan Thai. Der hat doch Wurzeln in Thailand, oder? Vietnam. Passt. Ah, für 140.000. Kann man mitnehmen. Hm, 160.000.
Pro Liga-Einsatz gibt es nicht. 50 Spiele nochmal 30.000 ist okay. So, und jetzt Weltmeister. So. Wir haben in Gruppe A Katar, Kroatien, Schweden und Tunesien. Da tippe ich mal, dass Kroatien und Schweden weiterkommen. In Gruppe B haben wir England, Nigeria, Südkorea und Uruguay. Ich tippe auf England und Südkorea. In Gruppe C Belgien, Brasilien, Marokko und Norwegen. Brasilien und Belgien kommen weiter. Dann haben wir in Gruppe D Australien, Honduras, Italien und Spanien. Ja, Italien und Spanien, eindeutig die Favoriten. In Gruppe E Chile, Frankreich, Saudi-Arabien und die USA. Frankreich kommt weiter und dann wird das ein enger Kampf zwischen Chile und den USA. In Gruppe F Argentinien, Deutschland, Japan, Mali. Argentinien und Deutschland kommen weiter. Gruppe D Iran, Mexiko, Niederlande, Schweiz. Die Niederlande kommt weiter und es wird ein enger Kampf zwischen Mexiko und der Schweiz. Und in Gruppe H haben wir Ägypten, Kolumbien, Polen und Portugal. Da kommt Portugal weiter und dahinter ist es offen, wer von den dreien weiterkommt. So. Was ist denn das Topspiel am ersten Spieltag? Das ist definitiv Italien gegen Spanien. Denke ich, werde immer die Top-Spiele werden wir zusammen angucken. An jedem Spieltag. Und dann halt auch Finale, Halbfinale und so weiter. Und jeweils das, was am spannendsten ist. Würde ich sagen. Und Leute, brauchen mehr Scouts. Das ist einfach Tatsache. Ich hätte gerne mehr Scouts. Okay. Ein neues Stadion. Pack das jedes Jahr an. Und dann hätte ich gerne noch mal einen Partnerverein, von dem wir ausländische Talente holen können. Wir können 2 Scouts mehr holen. Ich hätte gerne einen Stadionneubau, damit wir nicht länger von der Ausbaugrenze... Nee. Mit der Creme de la Creme mithalten zu können, bedarf es eines Stadions, das in diesem Land seinesgleichen sucht. Wir können unsere Ambitionen ohne neues Stadion nicht erfüllen. Zumindest nicht langfristig. Okay, dann akzeptiere ich das erstmal. Oh, es wird nach einem neuen Partnerverein gesucht. Und nochmal 2 Scouts. Die suchen wir uns mal eben. Scout. Ah, Dubaiku wäre richtig nice. Wenn wir nur auf 160.000 runtergehandelt kriegen. Ist dafür auch ein Jahr mehr. Hinter ab. Junior Cavare 55. Mal den da runtergehandelt kriegen. John Calvert-Toolman, der will doch viel zu viel. Oh,
Das ist tatsächlich mal der mit der geringsten Startanforderung. Komm. Auch nicht. Na, wurde die Zwinden? Sportdirektor sein? Nein. Ah ja, komm. Blöde Stärke ist ja nicht so wichtig. Jonathan Androwiecki. Den kriegen wir schon mal. Dann Beef Weaver. Nice. So aus, als hätten wir unsere beiden neuen Scouts. Für die Weiterverkaufsklausel von Babic können wir 600.000 kriegen. Wir könnten 375.000 an Hellas Verona bezahlen, damit wir nicht in 40 Spielen 500.000 zahlen müssen. Campbell ist konsequent, das passt. Ist jetzt ein ehrgeizigerer Spieler. Oh, Professionalität ist ein bisschen gesunken. Das ist seinem Temperament in letzter Zeit etwas öfter freien Lauf und weniger anpassungsfähig. Ja, gut, die Anpassungsfähigkeit ist jetzt nichts, was für mich wirklich kriegsentscheidend ist. Wollte mal nachgucken, wie sich so ein paar von unseren Spielern geschlagen haben. Sergio. Scheint Rotationsspieler in Dortmund zu sein. Hatte der Verletzung. Ist in diesem Jahr wegen einer Bänderzerrung mal 2 Wochen ausgefallen. Okay. Okay, er ist eher Ersatzspieler, kriegt aber auch einige Startelf-Einsätze. Ich denke, der Wechsel hat sich für ihn gelohnt. Nico Williams bei Lazio, absoluter Reservist. Also einmal in der Liga eingewechselt, da hat er einen Doppelpack erzielt. Und einmal Startelf in der Champions League, ansonsten ist er nicht gefragt. Für ihn war der Wechsel nicht gut, hat sich nicht gelohnt. Ja, Cantillo ist gerade erst gegangen. Gabriel Rojas, ja, ein paar Spiele in Argentinien gemacht. Gut, aber das sind die einzigen beiden, die jetzt wirklich nennenswert wären. Babic, Joker in Basel. Weil wir jetzt auch Pause haben. Guyen Tantai kommt. Was ist das? Ich verstehe dieses System mit dem Transfers in der Schweiz nicht so wirklich. U21-Spieler außer Schweiz, die in der Schweiz ausgebildet wurden, wechseln sofort im gesamten Zeitraum von Juli bis April. Oder von Juni bis April? Warum wechseln die im Mai nicht? Warum halten die sich nicht einfach an normale Transferfenster? Hey, Miro Muheim ist bei der WM. Wir haben einen dabei. Und das sind die letzten Conference League-Spiele. Androwiecki kriegt einen Intensivsprachkurs für Deutsch. Josef Kalabai, der ist leicht interessiert. Will den haben. Ablösefrei. Nicht bereit, Geld für ihn zu bezahlen, aber wenn wir eine Ablösefrei kriegen könnten, Basel ist weiter. Die haben gegen Legia gewonnen.
Und Luzern hat gegen Austria Wien verloren. Luzern müsste raus sein. Basel weiter. Und Luzern raus. Heißt, wir haben nur noch Basel als Punktelieferant. Wie sieht es in der 5-Jahres-Wertung aus? 5 Punkte. Okay, wir verlieren zumindest keinen Platz. Und wir sind ein bisschen näher rangekommen an die Schweden vor uns und an Zypern. Aber Tschechien, Griechenland, die haben deutlich besser gepunktet. Serbien ist nicht mehr so weit weg. Oh, Slowenien hatte ein gutes Jahr. Finnland hatte auch ein sehr gutes Jahr. Montenegro und Estland auch. So. Und wir werden jetzt zumindest keine Position in der 5-Jahres-Wertung verlieren. Gewinnen tun wir auch nichts. So, Basel kann das natürlich noch ändern mit dem Gewinnen werden wir nichts. Dafür sorgen, dass wir vielleicht doch noch eine Position gut machen, aber das dürfte jetzt nicht so den Einfluss haben. Eben erfolgreichen Transfer zufrieden. Ja, ich habe immer die langfristige Zukunft im Blick. Das ist mal, würde das ein, hat das einen Einfluss darauf, wenn wir jetzt 102 Plätze weiter vorne sind? Nein. Platz 17 hätte einen Einfluss. Bis auf 17 müssen wir nach vorne, damit es besser wird. Man startet zumindest der Meister eine Quali-Runde später wieder. Stergius bei der WM dabei, Albion Ajeti ist bei der WM dabei. So, den hat man zwischendurch geliehen. Basel hat ihn dann gekauft. Okay. Derek Kutesa. Auch von uns und ging dann für 1,7 Millionen zu Rem. Nicht Start Rem. Okay. Wenn wir keine Spieler bei der WM dabei haben, außer Muheim. Boxo Marke. Sieht nach einem guten Box-to-Box aus. Der ist offensiv. Okay. 3 Millionen. Biet ihm mal ein Probetraining an. Akzeptiert. Er kommt zum Probetraining. Nice. Auch wieder einer, wo wir schon mal ein bisschen Geld investieren könnten. Okay, Dortmund ist runtergefallen in der Euroleague. Und das heißt, Finalteilnehmer der Champions League in der letzten Saison. Nicht optimal. So. Und weiter. Sind die ersten Spiele in der WM irgendwie am 20. November rum oder so, ne? 21. war das so? Ja. Gut. 21. gibt es das nächste Spiel, das wir uns angucken können. 2 Wochen noch. Chess, nee. Baulengar. Ja. Ja. Rechtsverteidiger Talent. Kann auch links. Rechtsfuß, okay. Gute Zielstrebigkeit. Den könnten wir uns doch mal holen. Wie viel wollt ihr denn für den Jungen?
1,6 Millionen, wir haben 500.000 geboten, also eine. Hm, 100.000 gibt es, wenn er die 50 Spiele gemacht hat. So. Ja, ist an Verhandlungen interessiert. Wäre so der Lüchinger ersetzen könnte, denke ich. Auf der anderen Seite haben wir den Ersatz für Beruato langfristig mit hier ein Titan, der von David gekommen ist. Muheim soll angeblich wechseln. Das finde ich nicht gut. Die Millionen sind für Muheim zu wenig. Vor allem, weil ich keinen Ersatz für ihn habe. Paul Ngar kommt. Sehr gut. Haben wir einen neuen Außenverteidiger. Kann das eigentlich sein, dass wir in Italien und Spanien in der gleichen Gruppe sind? Das kann es doch eigentlich normalerweise nicht geben. Ja, du bist in der U21, du trainierst mal deine Schnelligkeit. Hallo Passiana? Welchen Arm... Also, nein, nicht Arm. Was genau meinst du? Mikroarm. Der ist aber auch von Road. Die haben wohl mehr als einen Arm. Da ist das Angebot für Muheim abgelehnt. Lunkas doch. Nee, tu ich nicht. Das ist der Road in T1A. Guck's nach, wenn du mir nicht glaubst. Wir haben einen Debütanten im Lichtenstein-Kader. Nicolas Schulz. Ein Verteidiger-Talent von uns, okay. Joel Chedi ist bei Inter. Wann ist das denn passiert? Er hat noch nicht ein Spiel für die gespielt. 100.000 hat er gekostet. Von Dago Dorsteinsson. Nee. Jesse Domingue. Das ist dann aber nicht der Roadarm. Doch, der ist von denen. Nein, NT1A ist nicht das Mike. Okay. Passiana, du hast recht. Jetzt haben wir mal recht. Ja, Alter.
Zurück zum Arkewerk gekauft. Das genügt mir schon. Von der Side of wird weiter gescoutet. Arke, willkommen. Nee. Ziemlich konstanter Spieler, das ist wichtig. Verdammt, wen nehmen wir denn? Ventredens in der Proximus League, die müssen doch aufsteigen. Also zumindest im Aufstiegsrennen dabei. Ist die zweite Liga in Belgien, sind das nur 8 Mannschaften? In die Proximus League. Die haben nur 8 Mannschaften in der zweiten Liga. Was soll denn der Quatsch? Der Club Brügge NXT darf nicht aufsteigen. Das ist die zweite Mannschaft. Logischerweise dürfen die nicht in die erste. Aber dann ist von denen Sint-Rudense der beste. Nehmen wir Sint-Rudense als Partnerverein. Kriegen wir ein paar belgische Talente langfristig. Erik Ramirez, nein, Cardona, nein. Schenko kommt auch nicht. So, am 21. haben wir ist dann endlich das Spiel. Gomez so. Fällt für 3 Wochen aus. Ist im Moment nicht schlimm, ist eh Pause. Kann halt nicht trainieren die 2 Wochen, aber das ist ja nicht schlimm. Marke kommt am 15.01. Marquez zeigt gute Fortschritte. Also mit dem nächsten Angebot für Muheim wird wieder abgelehnt. Eigentlich da keinen gleichwertigen Ersatz habe. Also, da geht es ja jetzt. Beim Thema gleichwertiger Satz bei Boheim geht es ja wirklich nur darum, dass wir einen Backup-Spieler auf dem Level haben. Und das haben wir nicht. Justin Hochmeier, ja, ist okay. Lacchioppi, wieder ein Schweizer Keeper, scouten wir. Was für eine Playlist? Irgendeine Spotify-Playlist ohne Copyright. Ist das der ganze Name der Playlist oder ist das eine Abkürzung für irgendwas? Und ich habe nicht so oft gespielt wie versprochen. Du bist Rotationsspieler. Künstler mit no Copyright. Eine Playlist mit diversen Künstlern. Ich glaube, da ist keiner irgendwie doppelt drin, soweit ich das jetzt beim Durchfliegen sehen kann. Und dann verkaufe ich mir Medi halt wieder. Thank you.
fell for you, babe, but now I feel useless. I cannot do this. Don't need you. Droppen du und Jens? Wie wir droppen? Dieser Hund. Nee. Ist der ist im Moment Diablo am Zocken? Auf der Switch wahrscheinlich? Okay, ich erwarte Gelächter in 3, 2, 1. Okay. Der zockt Diablo auf der Switch. Echt ein bisschen Reaktion von euch gerechnet. Also. Auszeichnung für Williams. Er könnte Talent des Jahres werden, obwohl er schon seit einem halben Jahr nicht mehr da ist. Macht null Sinn. So, dann gucken wir uns jetzt Italien gegen Spanien an. Das Topspiel am ersten Spieltag der WM. Na. Ja. Settings nochmal umstellen? Nee. Okay. Gibt schon mal einen Einwurf für Spanien. Argentinien führt schon 1-0 gegen Mali. Florenzi mit dem Freistoß. Daneben. Daher. Garcia. Bau. Langsamer Aufbau der Spanier. Koke. Bau. Villar. Gaia. Villar. Ansu Fati. Fati immer noch. Feuer Sabal schießt Calabria ab. Sergio Roberto mit dem Einwurf, erster Ball. Morata, Olmo, Villar, Fati, Olmo, bleibt an Locatelli hängen, Roberto. Roberto mit einem schönen Schuss aus der Distanz, 1-0 für Spanien. War außer Drehung. Keine Chance für Donnarumma. Aber muss man sagen, Italien ist eigentlich die bessere Mannschaft. Zumindest hatte Italien bis jetzt die besseren Chancen. Lorenzi mit der Ecke für Italien. Bringt den Ball rein. Villar köpft den raus. Nee, noch nur so für Florenzi. Bleibt an Gaia hängen. Probiert's nochmal über Pellegrini. Florenzi. Bringt den Ball rein. Saniolo per Kopf. Ausgleich. 1-1. Ja, Pau nein, der springt unterm Ball her. Saniolo dann ohne Bedrängnis. Gaia mit dem Einwurf für Spanien. Locatelli ist dazwischen. Koke. Olmo. Ja, das neigt mehr zu dir. Ja. Gut. Von einem Wort kann man das nicht sagen. Ja, gut. Danke. Ja, mit dem Freistoß direkt rein. 2-1 für Spanien. An der Mauer vorbei. Donnarumma wieder kurz.
In welche Zone muss ich denn? Bräuchte noch einen vierten. Ich müsste mir das erstmal runterladen. Und vor allem, ich bin eh nur noch eine halbe Stunde online, weil wir gehen noch essen. Ich würde euch noch nicht mal helfen. Ich wäre einfach nur Ballast. Selbst wenn ich da bleiben würde. Riech wieder? Nee, Thai. Brauchen wir Abwechslung vom Griechen. Ah ja, mit dem Einwurf. Villa, Morata, zurück zu Koke, Olmo, Roberto. 3-1 für Spanien. Ah, da war Calabria als einziges an Roberto dran. Gut ausgespielt von den Spaniern. Expected Goals müsste Italien zumindest noch den Ausgleich haben. Eigentlich sogar fast vorne liegen. Sergio Roberto mit einem Doppelpack als Rechtsverteidiger. Naja, als Linksverteidiger mit dem dritten. Die haben wohl ein Stürmerproblem in Spanien. Naja, wow, Villa. Ja, ja. Party. Ja, ja. Ah ja, auf der linken Seite. Bringt die Flanke rein. Morata köpft zu Villa. Olmo, Villa, gucke. Villa. Pau, Villa, Pau. Bringt den Ball weit. Bonucci ist da. Florenzi. Ferrati, Florenzi, Ferrati. Chiesa. Ferrati, Pellegrini. Jetzt der lange Ball auf Immobile. 2-3. Italien ist wieder im Spiel. Die können den Ausgleich noch holen. Ja, De Gea war da nicht gut aus. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, aus einem halben Meter ist eine Reaktion zu zeigen als Torwart schon schwer. Und Chiesa, Ferrati, Chiesa. Ja, Pellegrini mit dem Abschluss. Einwurf. 5 Minuten gibt es oben drauf. 5 Minuten haben die Italiener noch für den Ausgleich. Insigne, Castrovilli, Ferrati. Einwurf für die Spanier. Gaia. Auf Alcacer, Gaia. Pau. Koke. Raus zu Fati. Fati ist vorbei an Calabria. Koke, Fati, Paco. Koke, Villa. Koke, raus zu Roberto. Der war zu steil. Einfacher Ball für Donnarumma. Aus dem Ball nach vorne. Roberto. Auf Castrovilli. Insigne. Nebenstor. Und nochmal ein Einwurf für Spanien. Genau, Ferrati. Chiesa jetzt wieder. Chiesa marschiert über die rechte Seite. Verliert den Ball gegen Koke. Und jetzt Gegenangriff der Spanier. Kommt nicht weit. Ferrati raus auf Insigne. Rückt eine Ecke raus. Insigne bringt die Ecke rein. Bastoni verpasst. Pellegrini am Ball. Pellegrini an Ferrati vorbei. Einwurf. Calabria. Auf Insigne. Einwurf für Spanien. Ende. Spanien gewinnt das Spiel gegen Italien mit 3-2. Italien die etwas bessere Mannschaft. Spanien standardmäßig natürlich mit dem üblichen hohen Ballbesitzanteil und der hohen Passquote. Sergio Roberto am Ende Man of the Match mit einem Doppelpack. So, Kroatien hat 3-1 gegen Katar gewonnen, Schweden 2-0 gegen Tunesien.
In Gruppe B. Nigeria verliert 2:3 gegen Uruguay und Südkorea 0:5 gegen England. Raheem Sterling mit einem Viererpack. In Gruppe C spielt Brasilien 2:2 unentschieden gegen Marokko und Norwegen verliert 1:0 gegen Belgien. Dann haben wir Gruppe D. Honduras verliert 0:4 gegen Italien. Jacob Italiano mit einem Hattrick. Italien verliert 2:3 gegen Spanien, haben wir ja gerade gesehen. Chile spielt 1:1 gegen Saudi-Arabien. Frankreich hat 3:0 gegen die USA gewonnen. Japan hat 0:3 gegen Deutschland verloren. Mali 1:5 gegen Argentinien. Spielt Messi noch in der Nationalmannschaft? Ja, der ist noch dabei. Dann die Niederlande gewinnen 1:0 gegen Mexiko. Die Schweiz gewinnt 1:0 gegen den Iran. Ägypten spielt 0:0 gegen Kolumbien und Polen verliert 0:3 gegen Portugal. Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack. Spaniens 3:2-Sieg über Italien in Gruppe D der Weltmeisterschaft war mit St. Gallen-Trainer Ghost Gaming ein prominenter Zuschauer im Losail Iconics Stadion zugegen. In den Medien wird verzweifelt über den Grund von Gamings Besuch dieses Spiels spekuliert. Ja, könnt ihr viel spekulieren, ihr werdet es nicht rausfinden. Was ist an Spieltag? War denn so ein spannendes Spiel? Belgien-Brasilien ist mit Sicherheit spannend. Mexiko-Schweiz aus Sicht von dem Safe recht spannend. Ich glaube, da würde ich es euch überlassen, welches Spiel ihr sehen wollt. Mexiko-Schweiz ist, denke ich, auf einem Level. Belgien-Brasilien wäre halt höchstes Niveau. Kolumbien-Polen wäre auch noch auf einem Level. Denke ich. Wenn man sonst noch sowas spannend sein könnte. Uruguay, Südkorea vielleicht. Wir nehmen mal Belgien, Brasilien. Gehen nochmal eben die Scout-Berichte durch. Um bei allen zu sagen, scoutet weiter. Wie lange fällt Panja aus? 3 bis 4 Wochen. Okay, der wird vielleicht für das Spiel gegen Young Boys noch fehlen. Aber es ist... Oh, Rürk fällt auch 3 Wochen aus. Diese Trainingsverletzungen jetzt alle. Wir könnten uns echt erspart bleiben. Braucht kein Mensch. Martin Gjuschinowski fällt aus. Für ein paar Tage. Und André Gonçalves. Scouten ihn, auch wenn er kein Interesse hat, zu uns zu kommen. So, dann gucken wir uns mal Belgien-Brasilien an. So. Genau, ja, Castagna. Aus der Sailmakers. Verliert den Ball. Einwurf Castagna. Dennis Prät. Oh, Alexandro springt unterm Ball her. Da hätte Sailmakers mehr draus machen können, wenn er dran gegangen wäre. Neymar, Alexandro, Neymar. Verliert den Ball gegen Sailmakers. Meunier, Van Neusten. Meunier. Tielemans, Meunier. Tielemans. Castagna. Ndonka.
Wanderson aus Sailormakers. Wanderson. Der Junge hat einen brasilianischen Namen. Warum spielt er für Belgien? Oh, Konter für Brasilien über Dodo. Das ist ein Rechtsverteidiger. Dodo verliert den Ball gegen Pratt. Wanderson, der hat doch bestimmt was mit Brasilien zu tun. Ja, das ist seine zweite Nationalität. Spielt denn der? Der spielt bei Krasnodar in Russland. So. Oh, Neymar mit der Ecke für Brasilien. Bringt den Ball rein. Origi ist da und köpft den raus. Aber Casemiro hat wieder den Ball. Fabinho. Raus auf Lucas Moura. Neymar bleibt an den Naya hängen. Legt den Ball rein zu Firmino. Der macht das 1-0. Damit liegt Belgien hinten. Haben die Jungs gut ausgespielt. Ja, Courtois kann da nicht viel machen. Sehr kurzen Distanz. Damit liegt Brasilien stand jetzt auch verdient vorne. Belgien hat 64% Ballbesitz. Und Brasilien hat die Chancen. Gelb für Sailormakers. Tielemans, Verneusten, Sailormakers. Angriff über die rechte Seite. Sailormakers kommt vorbei an Neymar. Die Flanke landet aber genau bei Ederson. Und Ederson haut den Ball raus. Denayer ist da. Arthur, Firmino, Casemiro, Neymar. Raus auf Alexandro, der hat viel Platz auf der linken Seite. Legt den Ball zurück zu Neymar. Der verliert doch nicht den Ball gegen Tielemans. Casemiro, Arthur. Raus auf rechte Seite zu Dodo. Bringt den Ball rein. Neymar. Das ist Firmino und nicht Neymar. 2-0 Brasilien. Achso, ja. Arthur raus auf Dodo. Dodo mit dem guten Ball zu Firmino. Da sieht Courtois schlecht aus. Ederson. Neymar, Firmino. Fabinho, Arthur, raus auf Sandro. Neymar. Probiert's, Courtois hält. Wir befinden uns in der Halbzeit. Ist stand jetzt eine verdiente Führung für Brasilien. Belgien hat zwar den Ball und Brasilien hat aber die bessere Passquote und macht halt auch einfach mehr aus den Chancen. Well verdiente Führung. Marquinhos haut den Ball nach vorne, Castagne. Alexandro auf Neymar. Firmino. Sandro. Sandro. Wird von Sailormakers gefoult. Der kriegt jetzt gelb-rot. Damit ist Belgien in Unterzahl. 2-0 hinten und in Unterzahl. Das wirkt, glaube ich, nichts mehr für Belgien. Neymar. Wickelt den ersten Freistoß nebens Tor. Runter mit dem. So, Einwurf Brasilien. Alexandro auf Neymar. Zurück zu Alexandro. Den Ball rein. Arthur. Casemiro. Über zu Dodo. Der verliert den Ball an Castagne. Konter von Belgien über Origi. Vorbei an Marquinhos. Ibanez kriegt den Fuß dazwischen. Einwurf. Und Dodo mit dem Einwurf für Brasilien. Arthur. Dodo. Zurück zu Arthur. Fabinho. Casemiro durch, da war daneben.
Sie hören schon auf der Tribüne pöbeln. Ich glaube, das passiert bei dir wahrscheinlicher als bei mir. Thielemann. Ndonka. Am neuesten. Auf Origi, der ist durch. Ederson ist da. Ecke für Belgien. Carrasco. Carrasco bringt die Ecke rein. Alexandro köpft den raus. Kasim, de Ketelaer. De Nayer. De Ketelaer. Castagne. Ketelaer. De Nayer. Ende der Szene. Und Ecke für Brasilien. Neymar. Da ist nur von Neuesten. Casemiro. Fabinho. Arthur. Probiert. Gott war Held. Da hatte Fabinho aber auch den Weg frei. Einwurf Dodo. Casemiro. Moura. Dodo. Juan Castagne. Lucas Moura. Arthur. Ndonka haut den raus. Kenias gewinnt das Kopfballduell gegen Origi. Origi jetzt trotzdem am Ball. Abgegrätscht von Ibanez. Einwurf für Belgien. Und Einwurf Meunier. Ndonka. Carrasco. Carrasco zieht in der Mitte. Spielt zu Castagne. Der schießt den grätschenden Militao an. Nochmal ein Abschluss für Belgien über Courtois. Alexandro fängt den Ball ab und spielt zu Coutinho. Alexandro, Ende. Brasilien gewinnt verdient mit 2:0 gegen Belgien. Gerade nach der roten Karte hatte Belgien eigentlich keine Chance mehr. Haben die Brasilianer klug zu Ende gespielt. Gehen wir die Ergebnisse durch. Katar verliert 1:5 gegen Schweden. Alexander Isak mit dem Hattrick. Tunesien verliert 1:2 gegen Kroatien. England gewinnt 3:0 gegen Nigeria. Uruguay verliert 0:1 gegen Südkorea. Belgien 0:2 gegen Brasilien haben wir gerade gesehen. Marokko verliert 1:2 gegen Norwegen. Australien verliert 0:2 gegen Italien. Spanien gewinnt 8:0 gegen Honduras. Sergio Reguilón mit dem Hattrick. Saudi-Arabien verliert 0:5 gegen Frankreich. Die USA gewinnen 4:2 gegen Chile mit einem Hattrick von Folarin Balogun. Argentinien spielt 1:1 unentschieden gegen Japan. Deutschland gewinnt 2:1 gegen Mali. Der Iran verliert 0:1 gegen die Niederlande. Mexiko verliert 1:2 gegen die Schweiz. Kolumbien verliert 1:2 gegen Polen. Und Portugal gewinnt 3:1 gegen Ägypten. So, damit. In Gruppe A geht es bei Schweden und Kroatien nur noch darum, wer den Gruppensieg holt. In Gruppe B kann noch alles passieren. Also, es kann noch Nigeria weiterkommen, England kann auch noch rausfliegen. Da ist noch nichts entschieden. Dasselbe gilt für Gruppe C, da kann Marokko sogar noch Gruppenmeister werden. In Gruppe D ist auch noch nichts entschieden. In Gruppe E, Frankreich ist weiter. USA, Chile und Saudi-Arabien können noch alle weiterkommen. Zumindest als Gruppenzweiter. In Gruppe F, Deutschland ist weiter. Argentinien oder Japan. Da ist die Frage, wer von den beiden noch weiterkommt. Und in Gruppe D, Schweiz und die Niederlande sind durch. Da geht es nur noch um den Gruppensieg. Belgien, Norwegen hatten wir schon. Was haben wir denn jetzt an Spielen? Im nächsten Spieltag. Kroatien, Schweden ist das Spiel um Gruppensieg. Südkorea, Uruguay wäre ein interessanteres Duell. Aber das hatten wir gerade schon. USA gegen Saudi-Arabien. Kann es noch darum gehen, wer Zweiter wird? Das wäre eine Möglichkeit. Argentinien, Deutschland wäre natürlich
das absolute Top-Spiel an dem Spieltag. Schweiz-Niederlande geht es nur um Gruppensieg. Ägypten gegen Polen. Das ist so eine Konstellation wie USA gegen Saudi-Arabien. Ja. Wir gucken Deutschland gegen Argentinien. In den Medien wird verzweifelt über den Grund von Gamings Besuch spekuliert. Ja. Jetzt müssen wir uns mal eben sagen, beobachten. So. Und mit Argentinien, Deutschland werden wir den Stream heute dann auch beenden. Also wir gucken das Spiel noch und dann müssen wir mal gucken, wann es weitergeht. Ich denke, dann geht es erst Montag weiter. Matheus Mendes. Nein. David Ibrahimov. 5000 könnten wir den holen. Ja gut, für 5000. Ganz ehrlich, im Worst Case geht er irgendwann ablösefrei. Hat uns so gut wie nichts gekostet. Nicht ein Intensivsprachkurs. Keine zukünftigen Gehaltserhöhungen. Außer wir verhandeln einen neuen Vertrag. So. Oh, 78 ist ein bisschen viel. Irgendwann 57.000. 62,5. Passt. Wir könnten uns ein russisches Talent holen. Umbauen hat sich schon wieder verletzt beim Hüpfen. Wie hüpft der Kerl bitte? So. So, wir sind am Tag von Argentinien gegen Deutschland. Ich könnte das immer noch umswitchen, was wir jetzt beobachten. Ich würde nach Möglichkeit alle Spiele scouten, auch wenn wir nicht die Scouts dafür haben. Wir gucken Argentinien, Deutschland. Es ist immer ein spannendes Spiel. So. Anstoß für Argentinien. Palacios. Wagnermann dazwischen. Goretzka. Sané. Goretzka. Leroy Sané. Muss so mit der ersten Parade. Ecke für Deutschland. Toni Kroos. Der spielt noch. Kroos. Ginter. Kroos. Die Flanke nochmal rein. Romero ist da. Wagnermann. Auf Sané. Sané, Goretzka bringt die Flanke rein auf Gnabry. Rüber. Messi mit dem Freistoß für Argentinien. Ter Stegen pariert. Ecke für Argentinien. Und Leo Messi bringt die Ecke rein. Areim Bi köpft die raus. Dybala, Paredes, Dybala, Paredes. Bleibt an Goretzka hängen. Und Gnabry. Der Gnabry verliert den Ball gegen Palacios. Salo Montiel. Den hätten wir im Sommer kaufen können. Musso. Echman Perez. Redes. Haut den Ball lang und weit auf Dybala. Gosens dazwischen. RMB. Gnabry. Groß. Gosens. Gosens verliert den Ball gegen Messi. Montiel. Auf Wagnermann. Raus auf Sané. Havertz, Goretzka. Havertz. Sané. Raus zu Gosens. Groß. Havertz scheitert mit dem Schuss. Und Messi. Einwurf für Deutschland.
meiner Perspektive bis jetzt ist Deutschland ganz klar tonangebend. Aber macht groß die Freistöße. Wagnermann. Sané. Sané auf Gnabry. Das war leider abseits. Bleibt beim 0:0. Zeigt eine klare Abseitsposition. Ja, das ist klar. Das ist eine klare Abseitsposition. Das unterstütze ich. Neuer ist halt auch noch dabei, wenn auch nur auf der Bank. Festlegen. Ginter. Ginter auf Wagnermann. Wagnermann. Sané. Sané rüber zu Gnabry. Bleibt der Montiel hängen. Und Messi klärt. Arambi, Gnabry, Gosens. Fehlt so ein bisschen die Chancenverwertung. Messi mit dem Freistoß bringt den Ball rein. Perez köpft drüber. Und Kroos mit dem Freistoß für Deutschland. Gnabry köpft an die Latte. Montiel haut den raus. Erstegen. Ginter. Kimmich. Ginter. Goretzka. Raus auf Wagnermann. Wagnermann geht an Correa vorbei. Wagnermann immer noch am Ball. Schafft es, den Ball reinzuspielen, aber Goretzka scheitert an Amusso. Deutschland ist hierhin die überlegene Mannschaft. Zapert an der Chancenverwertung. Argentinien hat zwar den Ball etwas mehr. Beide Mannschaften mit 10 Fouls. Das ist insgesamt nicht so ein schönes Spiel bis jetzt. Ginter, Goretzka, Kroos. Gnabry geht vorbei an Messi. Gnabry. Immer noch Gnabry. Wagnermann. Adeyemi wurde eingewechselt. Wagnermann hat den Ball verloren. Einwurf. Adeyemi kam für Sané. Und Giovanni Lo Celso kam für Messi. Und Correa kam für Palacios. Taliafico. Dybala. Taliafico. Dybala. Spielt den Ball in der Mitte. Arambi haut den raus. Werner. Havertz. Gnabry. Gnabry immer noch. Havertz. Havertz raus auf Adeyemi. Adeyemi auf Goretzka. Adeyemi. Spielt den Ball rein. Werner scheitert am Musso. So, Werner und Can wurden auch noch eingewechselt für Kroos und fehlt noch Paredes. Lautaro verliert den Ball an Arambi. Oh, Gosens verhindert den Einwurf. Gnabry. Havertz. Gnabry. Serge Gnabry durch die Mitte. Verliert den Ball gegen Lo Celso. Havertz. Gosens. Werner. Havertz. Werner. Musso. Und Werner im Nachschuss. 1:0 für Deutschland. 65. Spielminute. Timo Werner. Ausgerechnet der Chancentod. Aber Havertz mit einem super Pass. Kimmich ist auch runter, okay. Correa. Auf Barco. Barco verliert den Ball gegen Wagnermann. Holt ihn aber wieder zurück. Spielt ihn rein auf Paredes. Test gegen Held. Ginter. Arambi. Ginter. Havertz raus auf Adeyemi. Wagnermann. Wagnermann probiert. Musso hält. Einwurf.
Luca Waldschmidt ist dabei. Philipp Max. Nadia Mamiri. Sitzen hier für Leute teilweise auf der Bank. Und nochmal Freistoß Ginter. Havertz, Werner. Rüber auf Gnabry. Gnabry vorbei an Montiel mit und damit einem super schlechten Abschluss. Da hätte Gnabry mehr draus machen können. Da der Fico. Auf Dybala. Goretzka, Can, Werner, Havertz. Probiert den Ball auf Adeyemi, der kommt aber nicht an. Oh, Barco vorbei an Ginter. Barco, festlegen hält. Mach mal Glück gehabt. 5 Minuten haben die Argentinier noch. Barco bringt den Ball rein, Ginter köpft den raus. 30 Sekunden noch. Lautaro, Paredes. Lautaro. Rüber auf Barco. Barco vorbei an Wagnumann. Und Barco in der 95. Minute noch mit dem Ausgleich. 1:1. Das wird wahrscheinlich auch der Endstand sein. Ja. Wagnumann hat da nicht allzu gut verteidigt. Deswegen kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Nochmal ein Einwurf für Deutschland. Wagnumann. Adeyemi. Wagnumann. Flanke auf Gnabry, der köpft drüber. Das war's. Das Spiel endet 1:1. Deutschland hätte mehr aus den Chancen machen müssen, ganz klar. Man of the Match, Barco. Auf jeden Fall. So, Man of the Match nicht unbedingt, aber Matchwinner auf jeden Fall mit dem Ausgleich in der 95. Aber Deutschland hätte aus den Chancen viel mehr machen müssen. Dann Katar hat unentschieden gegen Tunesien gespielt. Kroatien. Moment. Der Höhepunkt bei Portugal 4:2 Niederlage gegen Kolumbien war Rafael Leao, der in der 1183. Minute mit einem platzierten Schuss ins untere Eck traf. Haben die 20 Stunden gespielt? Im Ernst? Also, das ist mal ein interessanter Fehler. Kroatien hat das Spiel um Gruppensieg gegen Schweden mit 1:2 verloren. Nigeria hat 0:3 gegen Südkorea verloren. Uruguay hat 1:2 gegen England verloren. Damit müssten England und Südkorea weiter sein. Belgien hat 2:1 gegen Marokko verloren. Norwegen hat 0:2 gegen Brasilien verloren. Norwegen aber auch mit 2 roten Karten. Australien verliert 0:3 gegen Spanien. Honduras verliert 1:4 gegen Italien. Ciro Immobile mit dem Hattrick. 2 Elfmeter dabei. Frankreich gewinnt 3:0 gegen Chile. Die USA 2:0 gegen Saudi-Arabien. Argentinien 1:1 Deutschland. Mali gewinnt 1:0 gegen Japan. Japan hatte eine rote Karte. Mexiko gewinnt 3:0 gegen den Iran. Der Iran mit einer roten Karte. Niederlande spielt 0:0 unentschieden gegen die Schweiz. Ägypten verliert 0:3 gegen Polen. Und Kolumbien gewinnt dank einem Hattrick von Sebastian Villa 4:2 gegen Portugal. Damit haben wir in Gruppe A Schweden als Gruppensieger, Kroatien als Gruppenzweiter. England Gruppensieger in Gruppe B und Südkorea Zweiter. In Gruppe C Brasilien Gruppensieger, Belgien Zweiter. Guten Abend, Ash. In Gruppe D ist Spanien Gruppensieger mit einer Tordifferenz von +12 und Italien ist Gruppenzweiter. In Gruppe E haben wir Frankreich als Gruppensieger und die USA auf dem Zweiten. In Gruppe F Deutschland Erster, Argentinien Zweiter. In Gruppe G die Schweiz Erster und die Niederlande Zweiter. Und in Gruppe H kommt Portugal weiter, punktgleich mit Polen. Daraus ergeben sich die folgenden Achtelfinalbegegnungen. Brasilien gegen Italien. Deutschland gegen die USA.
Frankreich, Argentinien, Kroatien, England, Niederlande, Portugal, Schweden, Südkorea, Schweiz, Polen und Spanien, Belgien. Es gibt meines Erachtens nach keine wirkliche Überraschung in den Gruppen. Das sind eigentlich immer die zu erwartenden weitergekommen. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir so eine oder zwei Überraschungen gewünscht. Welches Spiel wir uns da im Achtelfinale angucken, das werden wir im nächsten Stream entscheiden. Das wird wahrscheinlich Montag sein. So. Dann gehen wir mal unsere Leistungen heute durch. Alles in allem haben wir heute sehr gute Spiele abgeliefert. Das 1-1 gegen Sior. Man könnte es halt schon fast als Negativpunkt sehen, weil wir da halt nur unentschieden gespielt haben. Aber es war halt Tim Staubli, der muss natürlich gegen uns treffen. Ja, im Pokal sind wir weitergekommen, haben das erst in der 77. Minute entschieden. Das hat viel zu lange gedauert gegen Zweitligisten. Ansonsten war das für uns ein sehr erfolgreicher Stream. Wir haben noch ein paar Talente geholt. In Form von Nguyen Tan Thai von Servet. Im zentralen Mittelfeld. Der arbeitet jetzt noch ein bisschen an seiner Schnelligkeit, dann in der Übersicht. Und dann kann er schon fast eine Hilfe für uns sein. In der ersten Elf. Dann haben wir noch Paul Ngar von Basel geholt. Rechtsverteidiger. Auch bei ihm fehlt die Geschwindigkeit. Und dann ist es die Ballkontrolle, was bei ihm das große Problem ist. Also vor allem das Dribbling. Wenn er das noch auf ein vernünftiges Level kriegt, dann ist er in ein, zwei Jahren Backup von Rijek. Wenn wir dem dann nochmal zwei, drei Jahre mehr geben, wird er Stamm spielen. Wenn er sich gut entwickelt. Wenn er jetzt mit seiner Entwicklung natürlich schon am Ende ist, ist halt doof gelaufen. Jordi Quintilla haben wir noch verkauft. 7 Millionen, können noch 9 Millionen werden. Ist, denke ich, ein guter Deal angesichts dessen, dass im Januar Emiliano Martinez kommt. Der ist definitiv besser als Quintilla, den werden wir, wenn wir ihn verkaufen, für deutlich mehr verticken können. Ja, Pablo Torre haben wir fix gemacht, der kommt im Winter. Soxo Marke von Real Betis kommt im Winter. Barnavi kommt im Winter. Ahmed Ono kommt im Winter, Gavin Besunu kommt im Winter. David Ibrahimov müssen wir gucken. Wenn er den Vertrag unterschreibt, wird auch er im Winter kommen, glaube ich. Ja, haben wir schon mal ordentlich Transfers fix gemacht. Ahmed Ono kommt auch erst im Sommer, sehe ich gerade. Der ist dann Linksverteidiger der Zukunft. Ja. Von daher würde ich sagen, war das heute ergebnistechnisch ein erfolgreicher Stream. Wow. Gaming wird nachgesagt, ein glühender Patriot zu sein, der, wenn immer es sein voller Terminkalender erlaubt, die Länderspiele seines Landes anschauen möchte. Weil ich ein Deutschlandspiel bis jetzt geguckt habe, in 2,5 Jahren. Ich halte das für unwahrscheinlich. Kann das mal jemand den Medien verraten, dass... Nein, dürft ihr den Medien nicht sagen. Ich habe das nur gemacht, weil das das spannendste Spiel war. Dürft ihr den auf keinen Fall sagen. So. Ja. Dann machen wir wahrscheinlich Samstag weiter. Eventuell gibt's heute Abend nochmal einen Scream, so gegen 8, halb 9. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Die Chance dafür liegt so bei 5-10%. Ansonsten wird's Montag weitergehen. Ich denke, Streamstart Montag gegen 15 Uhr. Ja. Demher speichern wir nochmal. Suchen nochmal eben wen raus, den wir raiden können.
Ja, dann wollen wir da mal den Screen Manager. Dann machen wir das mal wie gestern. Das passt nämlich zeitlich wieder. Dann schicken wir euch wieder zum Major Hiopai. Der ist immer noch in der Landesliga, auf dem ersten, wie es aussieht. So, und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und bis die Tage. Ciao.